Es ist der 25. Februar 2021. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und er ist nicht alleine im Sendegarten, sondern er hat wieder eine schöne Mannschaft um sich herum. Frauschaft, ja, vielleicht später auch nochmal sehen. Auf jeden Fall grüße ich ganz herzlich den lieben Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Wunderbar. Und ich grüße den lieben Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und heute in der Runde haben wir jemanden dabei, den wir schon öfter mal hier am Mikrofon gehört haben. Und heute hat er aber eine neue Idee mitgebracht. Ich begrüße ganz herzlich den Christian. Hallo Christian. Grüßt euch. Schönen guten Abend. Du hast ja diesen wunderbaren Twitter-Handle Easy, Easy Living, also das einfache Leben. Das möchten wir ja alle gerne haben im Moment. Hilft dir das, easy zu sein? Easy going? Nein. Naja, der Spitzname kommt aus Zeiten, in denen das Leben für mich deutlich einfacher war. Da war ich 16, 17, 18 und das ist 30 Jahre her. Die Mathematik dahinter könnt ihr euch selbst bescheren. 30 plus 17? Okay. Ja, und nein, schon gar nicht, wenn man in solchen Zeiten wie den unsrigen jetzt zwei Kinder hat und die in Schulen schicken mussten. Nein, es ist nicht leicht easy im Moment. Es ist nicht leicht easy zu sein, genau. Aber kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ah, muss ja. Wir hatten gerade vielleicht für die Hörenden im Vorgespräch auch schon so ein bisschen gesagt, also im Moment ist so, bei mir zumindest Mehltau angesagt und ich habe das Gefühl, bei anderen auch. Alles so ein bisschen düster gerade. Und vielleicht ist der Sendegarten genau das Richtige heute, um so ein bisschen dieses persönliche Tief zu überwinden. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Ein Highlight letzter Woche war ja, dass wir mal wieder auf dem Mars gelandet sind. Also wir so als Menschheit, nicht ich, habe damit nichts zu tun. Aber Lars, hast du das verfolgt, die Landung auf dem Mars? Ja, selbstverständlich. Und ist das tatsächlich so, der Curiosity-Rover, der ja auch schon mit diesem besonderen Landemechanismus da, wo dann an Raketentriebwerken befestigten Kran ein Seil runtergelassen wird und da ist dann der Rover dran, ist das schon 10 Jahre her ist? Ja, das ist schon eine Weile her. Ich habe jetzt keine Jahreszahl im Kopf, aber das ist schon eine ganze Weile her. Also klingt plausibel. Wahnsinn. Ich habe gedacht, das ist irgendwie viel, viel jünger. Ich habe noch Spirit und Opportunity im Sinn, aber die sind ja nun wirklich schon Asbach quasi. Man, ja da sind die Amerikaner. Auch die Größenentwicklung dieser Dinger ist ja, wenn man denkt, wie klein die früher angefangen sind und jetzt hast du da so ein Ding von, sagen wir mal, den Ausmaßen eines kleinen Wagens, dass du da auf dem Mars absetzt, das ist schon wirklich enorm und ich habe sehr gefeiert an dem Abend. Ja, die Begeisterung von den Machenden da, die war auch ansteckend, muss ich sagen. Also ich meine, die haben ja auch unter Corona-Bedingungen da ihr Kontrollraum nicht so voll gehabt mit Menschen, wie sie das üblicherweise so haben, aber das war trotzdem knisternd. Also ich habe hier auch davor gesessen, ich fand diese, ich weiß nicht, ob du, hast du den NASA-Kanal direkt gesehen? Wahrscheinlich, ne? Ja, muss ja. Die Public-Sprecherin, die sich da, die dann immer über die nächsten Schritte oder was berichtet hat, die hatte so große leuchtende Augen und die guckte so von unten in die Kamera. Das sah so großartig aus und ihre Stimme verriet, dass sie auch enorm angespannt war. Und es war ein hochemotionaler Moment, obwohl es ja eigentlich nur Technik ist, ne? So Raketen und was weiß ich, Kameras und so. Aber es war für mich ein echt emotionales Ereignis, fand ich total gut. Ja, letztendlich nur Technik. Für mich ist da durchaus so eine
Errungenschaftskomponente drin, die ein bisschen emotionaler ist als eben nur Technik und ein Hauch von Optimismus, was die Menschheit erreichen kann, wenn sie sich drauf stürzt. Das finde ich ganz, sowas finde ich dann immer sehr spannend und sehr schön, aber naja, ist es ein bisschen meine Blumenwiese. Schön, schön. Ja, anders als alle anderen Rover hat ja dieser Perseverance, jetzt kann ich es glaube ich auch richtig aussprechen, also dieser Virance muss betont werden, ich habe ja letztens Perseverance gesagt, das ist eher so der Severin aus dem Kölschen Viertel irgendwie, aber das ist falsch, der Perseverance, der hat ja ein Mikrofon an Bord oder mindestens eins, vielleicht sogar mehrere, keine Ahnung, und wir haben jetzt zum ersten Mal tatsächlich auch die Möglichkeit zu hören, was da auf dem Mars los ist. Also die Tage ging ja schon ein Fake-Audio herum, bin prompt drauf reingefallen. Also ich glaube, dem ist überhaupt nichts mehr, was auf Twitter herumläuft. Ich habe vorher schon wenig geglaubt, aber dem ist, glaube ich, gar nichts mehr. Aber dann kam aus einer Quelle, die ich nicht glauben schenke, nämlich vom DLF, der Hinweis, dass es die erste Tonaufnahme vom Mars gibt. Und ich habe die mitgebracht. Also Sebastian, spielst du die mal eben ein? Das war's. Ganz schön leer auf dem Mars. Da ist wenig los. Also ich hatte den Impuls, sowas wie helft mir zu sagen oder so. viel schöner ist Wind auf der Pläne. Ne? auf Phonik wird nichts davon übrig lassen. Vermutlich. Also ja, vielleicht für die nachbearbeitete Fassung, es war also ein bisschen, als hätte jemand zweimal über eine Mikrofonkapsel gepustet, aber mehr war da wirklich nicht zu hören. Ist ja auch klar, was soll denn da auch sein? Also da ist ja keine Blaskapelle oder so zu aufgefahren. Das wäre aber mal eine Entdeckung. Ich habe hier vorhin gesessen, das runtergeladen und habe mir gewundert, was gedacht und dann habe ich, ja natürlich, was soll denn da sein? Ja, vielleicht Wind. Gut, das könnte man erwarten, na, vielleicht, ja. Aber das war jetzt, also es gibt auf der Quelle, werden wir natürlich verlinken, gibt es zwei Audiospuren. Das eine ist mit den Geräuschen, die der Rover selber macht, also gemischt, ne? Rover-Geräusche plus Mars-Geräusche, und wir haben jetzt die Version gehört, wo die Rover-Geräusche rausgerechnet worden sind. Da bleibt dann sozusagen gar nichts übrig. Und was war der Fake, den du bei Twitter gehört hast? Was hast du da gehört? Da hat jemand einen Curiosity-Schwenk, also so ein Video, war auch so ein 180-Grad-Schwenk, war spektakuläres Panorama, ziemlich hoch aufgelöst auch. Und da war viel mehr Windgeräusch, so wie so Sturm im Film ist ja immer so. So was war dann da draufgelegt. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das der Autor, die Autorin darauf angelegt hatte, jetzt diesen Fake zu machen. Aber es einfach am nächsten Tag nach der Landung gekommen ist, war so die Assoziation, aha, das sind die ersten Lebenszeichen von Perseverance. Aber es war Curiosity. Das konnte man auch erkennen, weil die sind ja beschriftet. Also der hatte auf seinem Greifarm irgendwie das Wort Curiosity stehen. Damit, also wenn man mal Wenn du oder ich oder Sebastian oder Christian mal so auf dem Mars zufällig vorbeikommen, damit man auch weiß, mit welchem Rover es man da zu tun hat. Wenn man die richtig ansprechen kann, finde ich gut, den Hinweis. Na, stell dir vor, du würdest in Curiosity mit Perseverance antreten, dann macht der auf der Stelle kehrt und haut ab. Also das will man ja auch nicht. Ne? Ja, jetzt haben wir einen Planeten, auf dem mehr Roboter leben als Menschen. Also eigentlich nur Roboter. Oder wie andere sagen, einen Planeten, auf dem mehr funktionierende Linux-Installationen mit Audio sind als auf der Erde. Aha. Der war weißt du mehr über die Hardware-Ausstattung von Perseverance? Oh Gott. Nee, komm, könnt ihr das rausschneiden, bitte? Nein, hier wird. Shitstorm upcoming in 3, 2, 1. Also. Oh mein Gott. Was habe ich denn da gestern gelesen? Auf dem Perseverance ist Hardware, das ist noch langsamer als
keine Ahnung. Also die haben irgendeinen Vergleich gemacht. Also es ist wirklich schnarchlangsame Hardware. Dafür ist sie aber den was ist der radioaktiver Beschuss oder also diesen ganzen Radiowellen gegenüber unempfindlich. Also die macht ihr nichts. Und die gleiche Hardware ist im Curiosity drin und läuft da auch schon seit 10 Jahren ohne Probleme. Also wenn du da so ein jetzt im Moment zeitgenössisches Smartphone hochschicken würdest, das wäre wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 Tage durchgebrannt oder so. Aber diese abgehangene Technik, die sie da hinschicken, absichtlich abgehangene und ja möglichst wenig störanfällig, die hält einfach eine Weile. Schon Töfte. Ja gut. Naja, zwei wirklich ganz, ganz alte Geräte fliegen ja auch noch am Rande unseres Sonnensystems durch die Gegend und Voyager? Tun's ja auch noch, genau. Und die Leistung dieser Dinger finde ich immer, ich glaube, ich lese einmal im Jahr lese ich die Artikel über Voyager auf Wikipedia und bin immer wieder fasziniert, dass die Dinger, die fast so alt sind oder im Wesentlichen genauso alt sind wie ich, wahrscheinlich von der Technik her oder sogar noch älter, da immer noch rumfliegen und immer noch tun. Das finde ich eigentlich fürchtlich viel faszinierender als das mit dem Mars. Weil ja, klar, heute können wir das, also würde ich ja unterstellen. Aber das ist 50 Jahre her im Wesentlichen, was die Technik betrifft. Oder eigentlich sogar 60er Jahre Technologie, die da am Rand des Sonnensystems immer noch zu uns zurückfunkt. Finde ich eigentlich noch faszinierender. Aber gut, wir sind ja hier nicht bei Star Talk. Sorry. Ach, aber lass uns. Also wenn Lars hier dabei ist, kann man auch ein bisschen über Weltraum philosophieren. Oh. Also das passt ja sehr gut. Also, so wenig wie im Moment dazu kommen, mich aktuell zu halten, wäre das eher peinlich gerade. Stellt euch mal vor, Voyager kennst du schon noch? Ja, natürlich. Ja, also. Voyager kennst du schon noch. Ja, wie war das? Wir hatten am Anfang ja über die alten Männer gesprochen. Ja, also ich kenne Voyager noch. Sehr schön. Und nicht aus dem Asterix-Comic. Ich habe sogar CDs von der NASA. CDs von der NASA, guck mal. Ja, ich glaube 12 CD-ROMs mit einem proprietären Bildformat mit Original-Rohbilddaten von Voyager. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich wollte ursprünglich pfeifen, aber ich tue es nicht. Das ist sehr freundlich. Wegen des Tinnitus, danke, genau. Tinnitusi. Aber sind die denn überhaupt noch in unserem Sonnensystem oder sind die schon draußen? Ich meine, da war doch irgendwie mal so eine Diskussion. Sehr schön. Komm, Lars. Das ist also, als ob du fragst, ist Fisch eigentlich Fleisch? Das ist. Oh, schöner Vergleich. Sehr schön. Also die Frage ist, also es gab immer wieder schon Schlagzeilen, dass die Voyager-Sonden eben das Sonnensystem verlassen haben und wo ist da die Grenze? Und ja, ein Thema, das immer wieder auftaucht, ist, dass du also so eine Art eine Bugwelle hast, wo also der Sonnenwind von der Sonne das interstellare Medium wegdrückt. Und da gab es mehrfach die Schlagzeile, dass die Voyager-Sonden da über diesen Moment eben drüber sind. Und ich glaube, dass man inzwischen sagt, das wäre der Fall. So nach dieser Definition hat es das Sonnensystem verlassen. Okay, kommt ganz drauf an. Ja, welche Definition man wählt, ja. Ja, genau. Es gibt ja dann eben noch Dinge, die noch weiter um die Sonne her drum sind. Und da kann man sich jetzt drüber streiten, ob die dann eben noch zum Sonnensystem gehören oder nicht. Ja. Ja. Das ist ein Fass, das ich gar nicht aufmache. Also, ihr macht das wieder auf, wenn ihr den Florian Freistetter hier habt. Ja, mal gucken. Können wir es wieder aufmachen, genau. Ich lese gerade auf dem Chat mit, das hat der Sascha, unsere Namen stehen auf dem Rover. Das stimmt, ich habe vorhin ein Bild gesehen vom Rover, da wurde ein Foto gezeigt vom, ja, auf, ich glaube, das ist das Hinterteil und dann war ein roter Pfeil drin und dann stand da drüber, you are here. Das heißt also, alle, die da in dieser Aktion teilgenommen haben, ne, schreibe deinen Namen auf den Mars, die wissen, wo ihr Speicherort ist. Also der ist da abgebildet also gewesen. Das am Hinterteil. Wir sind am Arsch. Am Arsch vom Mars. Ja, also meine Interpretation.
Ich war mir gar nicht mehr sicher, ob ich bei der Aktion mitgemacht hatte oder nicht, und hatte dann in meinen Mails mal nachgeguckt und tatsächlich irgendwie 2019 hatte ich tatsächlich meinen Namen da auch mit in den Hut geworfen. Und das war mir nicht klar, bis die Landung erfolgt war, und habe mich dann im Nachhinein doch irgendwie noch so ein bisschen mitgefreut. Also das war auch eine Sache, die mir an dem Abend sehr viel Spaß gemacht hat, eben den MinCorrect-Livestream zu hören. Wie die beiden eben die Landung da begleitet haben. Das war wirklich, wirklich sehr schön und total cool. Ja, habe ich auch zwischendurch mal kurz angemacht, aber ich hatte schon zwei Streams laufen, und da habe ich gedacht, den dritten, also das verkrafte ich jetzt dann doch nicht. Dann vor allen Dingen, weil ich auch alles per Audio hatte. Also ich habe mich so richtig voll quatschen lassen von mehreren Seiten. Es war eine richtig schöne Hirnbrause. Also das war ganz gut. Aber da musste ich dann leider auf die Kollegen vom MinCorrect verzichten. Aber wahrscheinlich war es die falsche Entscheidung, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Na gut, also das sind die Dinge, die so passieren, trotz und oder nee, nicht wegen Corona, aber trotz Corona, und es funktioniert halt trotzdem irgendwie, Dinge dann ans Laufen zu bringen, wenn es auch doppelt schwierig ist und da auch die Feierei so ein bisschen natürlich einschränkt. Aber sie haben sich trotzdem gefreut. Und ich weiß nicht, ob das mit den Aerosolen alles so picobello gelaufen ist bei denen, aber sei es drum, vielleicht haben sie Glück und es war kein Kranker dabei und hat keine anderen angesteckt. Okay, wir machen doch mal weiter hier und gucken mal eben, was wir in der neuen Ernte in unser Köpfchen geworfen bekommen haben. Da hat sich diesmal wieder der André gemeldet, der Kompott, und in seiner, wie wir das schon kennen, gewohnten Art und Weise hat er unsere Häppchen zugeworfen, wo wir jetzt überlegen können, wo könnten die denn vielleicht reinpassen. Also sie kamen auf jeden Fall nach der letzten Ausgabe, also nach der 116. Wo wir den Ralf zu Gast hatten und über Historie und so weiter geredet haben. Da schrieb uns jetzt also der André, erster Tweet, Kneifzange könnte auch eine Aufforderung sein. Kneifzange. Damit knüpft er an den Kommentar von davor, wo ich ja gesagt hatte, es gibt Menschen, die fasse ich mit der Kneifzange nicht an, und wo wir dann diskutiert haben, dass es vielleicht Menschen gibt, die freuen sich, wenn sie mit der Kneifzange angefasst werden. Und das ist jetzt sozusagen die Aufforderung dazu. Okay, der zweite Tweet ist, ich meinte meine Anmerkungen zum T5F so, dass das BDSG, auf dem der aufsetzte, nicht mehr die passende Rechtsgrundlage ist. Ich habe den T5F mal gegen eine Firma genutzt, die mir Werbepost geschickt hat, um rauszubekommen, wo die Adresse her hatten. Die hatten die gemietet. Ja, T5F, das ist der Folterfragebogen, dessen Namen ich jetzt, den vollständigen Namen kriege ich gar nicht mehr zusammen. Weißt du den gerade aus dem Kopf, Lars? Thomas Frams... Fram, freundliche, ja. Ne, Version des Folterfragebogens oder irgendwie so. Ja, super. Das klingt schon sehr gut. Und T5F war eben der Klassiker, und der wurde dann eben vom Heise Verlag, von der CT auf die DSGVO, was die Paragraphen angeht und so weiter, oder Artikel oder wie es da heißt, angepasst. Und da gibt es dann eben eine recht aktuelle Version, die man eben heutzutage benutzen kann. Richtig. Im dritten Tweet nimmt André darauf Bezug und sagt, den DSGVO T5F der CT habe ich noch nicht genutzt. Also er hat noch den alten verwendet, aber auch erfolgreich damit gewesen. Also ich verstehe das ja immer nur so, dass es im Wesentlichen die Aufforderung ist an den Verantwortlichen, der deine Daten, also der Daten über dich verarbeitet, Auskunft zu geben, was er denn da eigentlich tut. Und welche Daten er hat. Ja, das ist keine Raketenwissenschaft, was sie da tun, aber es macht eben für Menschen, die diese ganzen Paragraphenkram nicht kennen, einfach trotzdem ein begründetes Auskunftsersuchen zu verschicken. So, du kannst dieses Ding eben copy-pasten, da steht dann eben die Rechtsgrundlage drin, auf Rechtsgrundlage sowieso bitte ich um Auskunft dazu und gemäß sowieso setze ich Ihnen dazu eine Frist und bla. Und da haben sich halt andere Menschen die Arbeit gemacht, dieses Ding zusammenzubauen, damit du es nicht selber tun kannst. Dann kann dir zumindest aus keiner aus formalen Gründen die Auskunft verweigern. Ja, okay, verstehe.
Ja, kannst du doch mal dran erinnern, sie müssen innerhalb von 30 Tagen reagiert haben. Also, dieser ganze Klump steht da eben dann da drin. Du kannst es dann eben nicht vergessen, wenn du sagst, ey, woher haben die eigentlich meine Adresse? Dann kannst du am besten dieses Ding verschicken. Weil da fragst, dieses Ding fragt dann, glaube ich, auch so ziemlich alles ab, was man abfragen kann. Ne, ja. Das ist, du kannst eben dann meines Wissens, läufst du so nicht Gefahr, irgendwas laienhaft zu vergessen. Und was sowas angeht, sehe ich mich selber als Laie an. Ich würde mit Sicherheit was vergessen. Ich würde so ein Schreiben nicht ohne weiteres aufsetzen können. Da habe ich gar keine Zeit für mich, da einzuarbeiten. Ja, nee, braucht man. Also im Grunde, das Erste wird ja wohl sein, dass du erstmal wissen willst, welche Daten werden denn da eigentlich von mir verarbeitet? Also was haben die denn da eigentlich im Speicher? Ne? Und woher und wohin sind die Daten auch schon geflossen? Und ja. Vieles. Ja, vieles gut. Ja, richtig, natürlich, genau. Also die Herkunft, obwohl natürlich eigentlich, ne, wenn sie sich ans Gesetz halten würden, müssten sie ja, also haben sie die direkt bei dir erhoben, das heißt, du warst dabei, als sie erhoben worden sind, dann braucht man das nicht zu beauskunften, weil du es ja schon wissen könntest. Und wenn sie es bei einer fremden Stelle erhoben haben, dann müssten sie dir eigentlich Mitteilung gemacht haben. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, klar. Und es gibt auch Stellen, die sich den Scheiß drum kümmern, das ist auch klar, ja. Also ich habe über diesen CT5F eben rausgekriegt, als hier schlagartig mal ziemlich viel Werbung auflief, dass ich aus irgendeinem Grunde in einer gewerbetreibenden Liste gelandet bin, obwohl ich kein Gewerbe habe. Ja. Da kamen dann hier auch so Kataloge für Büromaterial und was weiß ich für ein ja, keine Ahnung. Also lauter Zeug, wo dann eben auch drin stand, hier haben sie Werbung, aber sie dürfen nicht bei uns bestellen. Ne? So. Das auch stand schön. Jetzt nicht da, super. Aber ich krieg halt so einen Katalog und da steht eben drauf, als Privatmensch darf ich da nicht bestellen. Ja, prima. Danke für den Müll, für die Ressourcenverschwendung und alles weitere. Und das war eben an der Stelle, ich weiß nicht, wie das da ist mit der persönlichen Erhebung, aber irgendjemand hat mich also irgendwie wohl für einen Gewerbetreibenden gehalten, hat mich auf eine Liste gepackt und da konnte ich über diesen CT5F, weil ich mehrere Firmen angeschrieben habe, so einen Fächer nachvollziehen. Der hat's von dem, der hat's von dem, der hat's von dem, der hat's aus dieser Liste. Und dann habe ich mich bis nach oben durchgearbeitet, bis im Prinzip alle nur noch auf diese Liste zeigten. Und da habe ich mich dann, austragen lassen, weil das konnte nicht so weitergehen. Und es war erfolgreich, es hat funktioniert. Ja, ja, aber es war tierisch nervig und es gab auch ein paar ziemlich ätzende Telefonate, weil die sich grundsätzlich angepisst fühlen, wenn jemand mit solchen Fragen kommt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich meine, dass ein Werbetreibender oder dass eine Firma Kunden haben will, ne, bekannt werden will und so weiter, in allen Ehren, wir leben diesen Markt, also das ist unser Modell halt. Aber wenn ein Kunde oder ein eben nicht Kunde dann Bescheid sagt und sagt, hör mal, ihr schickt mir Sachen, aber erstens interessiert mich euer Zeug nicht, ja, und zweitens kann ich bei euch auch gar nicht bestellen, also das ist quasi rausgeworfen Geld, nehmt mich bitte aus der Liste, dann ist doch eigentlich für alle nur ein Gewinn dadurch. Und warum ist das nicht geschmeidig? Das verstehe ich nicht. Das sehe ich auch so. Allerdings, ich war zwar freundlich, aber auch gleichzeitig recht bestimmt am Telefon und ich war beharrlich. Also sie wollten eigentlich gar nicht. Aber ne, ich bin denen auf den Keks gegangen. Das kam nicht gut an. Ich glaube, dass teilweise ein Beißreflex da ist, wenn du einfach jemanden in einen Rechtfertigungszwang bringst, das mögen Menschen einfach nicht. Ja. So, und da kann ich noch so viel Recht dazu haben, wenn die Leute sich eben in einem Rechtfertigungszwang finden, dann werden sie bissig. Und, ja, aber gerade da an der Stelle würde ich tatsächlich denjenigen, die Daten halt haben und damit arbeiten wollen, Entspannung empfehlen. Lass den Menschen doch ihren freien Willen. Also das ist ja gerade der Sinn von Datenschutz, ne? Dass die informationelle Selbstbestimmung halt wahrgenommen wird. Und dann ist es doch auch okay, dass jemand sagt, ne, lasst mich bitte aus dem Spiel. Ich möchte nicht mitgehen oder möchte nicht mitmachen. Also warum muss man die Menschen zum Glück zwingen? Also das begreife ich nicht. Aber gut, ja, ich bin auch kein Marketingmensch. Ja. Keine Ahnung, vielleicht haben sie Angst, irgendwas zu verlieren. Ja, genau. Was auch immer es denn sein mag. Jeder Adresse zählt. Ja, keine Ahnung. Man ist irgendwie, wir haben sonst so viele Kunden in der Kartei. Scheiße. Ja, ja, genau. Entschuldigung. Ja, so, wir sind so aber sehr weit abgeschweift jetzt. Man macht doch nichts. Wir sind doch hier im Garten, wir können da rumschweifen, wir können entweder Schnee schippen oder Laub haken oder was hat Sebastian heute gemacht? Rasen gemäht. Wir können doch machen, was wir wollen, ist doch schön.
So, aber der André hat noch was geschrieben. Und zwar zu der Aussprache, wir sind alle Teile von Dinosauriern, hat er zitiert und gesagt, also die Arme habe ich nicht vom T-Rex. Okay, er hat also etwas längere Arme offenbar. Der T-Rex ist doch der mit den ganz kurzen Stummelarmen, ne? wenn ich im Naturkundemuseum gut aufgepasst habe. Sagt mal jemand ja? Ja. Nein? Ja. Danke. Gut. Und dann kam noch ein Kommentar, der fünfte zur Sprache Latein. Latein hilft beim Verständnis von Ärzten. Was meint Foramen in der Überweisung? Loch. Der wichtigste Satz auf Latein, quid Latine dictum sit altum videtur. Also nochmal, quid Latine dictum sit altum videtur. Was immer auf Latein gesagt wurde, sieht wichtig aus. Und wird Cäsar zugeschrieben. Alea jacta est. Ja, tada. Asterix Latein. Ja, genau. Das war mein Niveau, mehr nicht. Also der kleine Strohwasser hat mich nie so gereizt wie Asterix und Obelix. Das habe ich auch in den Zensuren, habe ich das auch gezeigt bekommen. So. Sehr, sehr freundlicher und ganz toller Lateinlehrer, weil leider hat das Fach bei mir so gar nicht gezündet. Also das war ein bisschen desaströs. Aber gut, das ist, glaube ich, vorbei. Wie Christian vorhin so sagte, ne? Das gehört der Vergangenheit an. Geh mir mit Lateinlehrern weg. Aber zu Christian kommen wir jetzt. Geh mir komme ich jetzt auf die Gartenbank. Ach so, Dankeschön, Kompott, für die Zusendung. So, geh mich weg mit Latein, aber komme ich mit? Mit was kann ich dich denn kommen? Was magst du mehr? Jetzt musst du mir Auswahl geben. Nö. Mehr als Latein? Ja, reicht also. Alles. Alles. Ich hatte einen Lateinlehrer, das war Pater Raimund, über den darf ich reden, der ist tot. Glaube ich. Postmortale Persönlichkeitsrechte gelten auch, also Vorsicht. Ja, ich war ja auf einer Klosterschule und da gab es den Pater Raimund und das war so ein kleines Männchen, der war sehr versessen darauf, in uns Latein reinzuprügeln und das ist ihm bei mir wirklich sowas von gar nicht gelungen, überhaupt nicht. Kleine Anekdote am Rand, ich habe dann irgendwann angefangen bei einer Zeitung zu arbeiten, hatte da einen Vorgesetzten und dieser Vorgesetzte, von dem wusste ich, der ist auch irgendwann in den 60er Jahren auf dieselbe Schule gegangen und irgendwann haben wir uns mal ein bisschen privat unterhalten und dann sagte er, ja, aber Latein ging gar nicht und ich sagte, ja, ach, das kenne ich, bei mir, der Pater Raimund, dann guckte mich so an, Pater Raimund? Ja, der hatte denselben Lateinlehrer, nur irgendwie so 35 Jahre vorher. Und ich musste feststellen, wir hatten ziemlich genau die gleichen Erfahrungen mit diesen Menschen. Und, deshalb, Latein geht gar nicht. Alles ist besser als Latein, außer Corona natürlich. Das ist nicht besser als Latein, aber besser als Latein ist, etwas zusammenzumachen. Aber warte mal, Corona, das Wort ist doch Latein, ne? Corona für Krone? Ist das nicht Latein? Ja, ja gut, wir befinden uns in einem Sprachraum, in dem viele Wörter aus dem Lateinischen entstammen und da werden wir vermutlich dem Ganzen nicht entkommen, ne? Oder? Ja, okay. Was Ahnung. Zusammen machen ist geiler. Tollerer. Geiler darf man ja, nicht sagen. Ja, ich merke schon, du übernimmst hier die Moderation. Sehr gut, ja, sehr gut. Dann ziehe ich mich zurück. Okay. So kommst du nicht. Wir müssen ganz kurz nochmal sagen, du bist der Vater, der Erfinder vom FÜD. FÜD.de, die Podcast-Suchmaschine, neben Panoptikum die beiden großen. Wobei ich glaube, FÜD ist etwas bekannter, wenn mich nicht alles täuscht. Weiß ich nicht. Höre ich davon mehr. Kann ich. Ja gut, das liegt an deiner Bubble. Ja, gut, vielleicht. Wenn du aus Österreich kommst, wirst du wahrscheinlich Panoptikum.io eher kennen, weil das ist mir so die österreichische Bubble und ach was, Quatsch, Bubbles hin, Bubbles her. Nein. Das ist jedenfalls der Stefan, schöne Grüße an dich. Und wir haben jetzt aber hier mit dem Christian zu tun, mit Doppel-Y. Wir sind auch keine Konkurrenz an der Stelle. Also nö. Da gibt es auch gar keinen Klärungsgrund jetzt hier an der Stelle.
ich glaube, das sind auch zwei völlig unterschiedliche Ansätze, die wir da fahren. Aber das ist was für eine andere Sendung. Da ladet ihr uns einfach beide mal ein. Dann können wir. War das nicht schon? Hatten wir das denn nicht schon mal? Mit beiden? Nein. Nein? Nein, nein. Ihr hattet mich hier im April 2019 das letzte Mal oder das einzige Mal. Davor war es, glaube ich, die Pottunion. Ja, ja. Ach, guck mal. Ah, na, ist ja zusammen gut, dass du mal wieder da bist. Ja, dann das ist ja vielleicht mal eine Idee. Hier die Suchmaschinenbeherrscher. Ja. Okay, April. Ah, siehst du? Ja, guck mal. Du bringst uns auf Ideen hier. Na, schön, okay. Gibt noch genug Zeit. Das Suchmaschinen-Battle. Dann schmeißen wir euch irgendwelche Begriffe zu und dann müsst ihr mal gucken, wer schneller ist. Wahrscheinlich hat Lars das dann schneller gefunden, als ihr beide zusammen. Oder Sascha. Nee, Spaß beiseite. Du willst was zusammen machen. Also gut, du machst die Suchmaschine fit. Früher hast du die Hörsuppe gemacht. Früher hast du täglich gepodcastet. Da hast du, wie hieß das Ding denn eigentlich? Forecast? Nee. Genau. Das war der Forecast. Doch, okay. Forecast, genau. Das waren schöne Zeiten, wenn man dich jeden Morgen irgendwie so auf dem Ohr gehabt hat. Für dich war das wahrscheinlich fürchterlich anstrengend, aber ich mal so als Kunde, als Konsument Nein. fand ich das sehr angenehm. Das war anfangs nicht anstrengend. Vielleicht mal für den Kontext. Ich habe das, ich habe mit der Hörsuppe einen Blog gehabt, das über circa 200 deutschsprachige Podcasts berichtet hat. Mal mehr, mal weniger. So, und das war schon so eine eigene kleine kuratierte Sammlung. Und ich habe zwischen 2013 oder das ist 2013 und 2015 täglich ein Forecast abgesetzt, und der beinhaltet zum einen, was wird morgen live gesendet. Also da hätte ich zum Beispiel gestern im Forecast, wenn es den dann noch gäbe, gesagt, hier, ey, passt auf, Donnerstag 20.15 Uhr, Sendegarten live mit dem Christian als Gast, und es wird großartig. Und dann habe ich noch erzählt, was am Tag vorher so gelaufen ist und wie es war und was so alles erschienen ist aus diesem Konglomerat an 200 unterschiedlichen Podcasts. Das war spaßbehaftet. Sonst hätte ich das niemals angefangen. Ich habe das nicht angefangen, weil es schwierig war oder weil es anstrengend war, sondern weil es Spaß gemacht hat. Nur kamen die Lebensumstände dazwischen, die sich in der Zeit dann doch geändert haben. Nämlich 2013 bin ich nochmal Vater geworden. Das war zu dem Zeitpunkt auch noch kein Problem. Also Ende 2013. Ende 2012, Entschuldigung, habe ich, glaube ich, irgendwie damit angefangen rum, und 2013 bin ich Vater geworden. Das war dann alles noch okay, das ging noch, weil so ein ganz, ganz kleines Kind hat eh keinen Rhythmus im Leben. Da kann man irgendwie mal zwischendrin nochmal die Zeit freischlagen. Nur dann wurde der größer und älter, und es wurde alles ein bisschen komplizierter, und dann habe ich irgendwann gesagt, so, das kann ich nicht mehr vernünftig miteinander vereinbaren, jetzt lassen wir das einfach mal bleiben. Es hat echt einen Höllenspaß gemacht. Nur das hat damals funktioniert, weil auch die deutschsprachige Podcast-Menge deutlich geringer war, als sie es heute ist. Wenn ich das heute machen wollte, wäre das ein Projekt, da wäre ich hauptberuflich mit beschäftigt. Ja, das glaube ich auch. Ja, die 200 Podcasts damals war vielleicht ein Drittel der wirklichen deutschen aktiven Podcasts oder vielleicht sogar die Hälfte der aktiven deutschen Podcasts. Heutzutage wäre diese 200, weiß nicht, ein Zehntel, 5%, ich kann es euch nicht sagen, ich müsste diese Zahlen eigentlich auf dem Finger haben. Wahrscheinlich ist es sogar nur 1%, weil es deutlich mehr ist. Also ich habe, glaube ich, um die 20.000 deutschsprachige Podcasts bei mir drin. Das ist 17.000, 18.000 sein, ich könnte nachgucken. Der Dirk Prims wird jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln, wenn er das hört. Warum hat er seine Zahlen nicht drauf? Entschuldigung, Dirk. Nein, weil das wäre heute einfach nicht mehr leistbar. Das ist doch super. Also wir sind ja hier auch etwas unscharf. Das macht ja nichts. Also uns reicht das, wenn es so ungefähr so lebendig ist wie auf dem Mars. Also das ist schon gut. Es ginge einfach nicht mehr. Es wäre einfach nicht mehr leistbar. Es sei denn, ich würde es wirklich Vollzeit machen und am besten noch mit Redaktion, mit allem Pipapo. Was tatsächlich so ein bisschen eine verpasste Chance vielleicht sein mag, weil heutzutage könnte man vielleicht sogar sagen, bei der Menge und bei dem Interesse am Thema Podcast könnte man das sogar zum ich will jetzt nicht Beruf sagen, aber so zum Haupttätigkeit werden lassen. Aber naja,
Ja, genau. Aber naja, lieber nicht, weil mein Job ist dann doch noch sicher genug. Ja, aber ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie man jetzt noch die Übersicht behalten wollte. Ich meine, gut, du hast natürlich selber die beste Datenbasis dafür. Du kannst ja sogar noch eine Nullnummern-Kuration machen. Also du hast ja tatsächlich auch noch einigermaßen im Blick, was entwickelt sich da. Ich habe da, muss ich für mich gestehen, ziemlich kapituliert. Also ich komme da einfach nicht mehr hinterher. Ach Martin, du ganz ehrlich, ja, ich auch. ich sehe ja, gut, natürlich ist, was ins Verzeichnis reinläuft, wird von mir redaktionell vorher mal kurz gecheckt, weil es gibt immer noch relativ viel Spam. Ich bin natürlich auch bemüht, weil das ist nämlich meine Suchmaschine, mein Verzeichnis, Zeug rauszulassen, von dem ich denke, nee, das möchte ich da nicht drin haben und ich will jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, was es sein soll, aber ihr könntet es euch vielleicht vorstellen. Vielleicht. Auch da gibt es Zeugs, was man einfach nicht haben möchte oder wo ich die Bytes auf den Festplatten nicht verschwenden möchte. Also sehe ich durchaus, was da noch reinkommt und es ist sehr, sehr viel nach wie vor. Jeden Tag kommt da ein Dutzend, wenn nicht mehr, neu rein und wenn auch nicht nur deutschsprachig. Aber den Überblick zu behalten, was davon gegebenenfalls interessant sein könnte, das kann ich nicht leisten. Also das können nur Menschen in der großen Menge leisten und dafür mache ich ja diese Werkzeuge, wie zum Beispiel die Nullnummern-Kuration, damit das nicht nur ich irgendwie mitbekomme, das ist ja nicht für mich, sondern es ist ja gerade dafür gedacht, dass andere Menschen, die abonnieren, Nullnummern-Kuration, vielleicht zur Erklärung, ist ein Feed, den man abonnieren kann in seine bevorzugte Podcatcher-App, um mitzubekommen, was denn an neuen Podcasts oder für neu, das muss man schon ein bisschen in Anführungsstrichen sehen, neu da reinfallen und dann kriegt man so einen kleinen, groben Überblick darüber, was neu erscheint auf Deutsch. So, und das kann ich alles gar nicht selber. Und da gibt es ja Gott sei Dank auch ein paar andere Menschen, die sich das anhören, wie den Dirk Prims, den ich eben schon erwähnt habe, der sich das sehr genau anhört. Und ich muss gestehen, da muss man ganz schön leidensfähig für sein, weil vieles von dem, was da reinfällt, ist sehr anstrengend. Ja, das sind dann die 37. oder der 37.000. Lebensverbesserungspodcast. Ja, mach dein Leben besser mit Vitamin D oder mit Meditieren oder mit mir oder was auch immer. Da muss man natürlich so ein bisschen rausfiltern. Da fehlt dann nochmal eine menschliche Instanz, die das einem nochmal vorführt. Und das kann ich alleine nicht leisten. Ich würde wahnsinnig werden wahrscheinlich. Ich lese gerade im Chat mit, das wirst du gelobt, die beiden Jules Verne Hörbücher waren auch gut. Da Ach, weiß ich Herr gar je, nichts mit anzufangen. Hast du ein Buch vorgelesen? Echt nicht? Doch, du hast die Vorleserei hast du gemacht. Ja, ja richtig, ja. Mit Y die, hinten auch. Das ist dein Lieblingsbuch da war anscheinend. Jawohl. Jetzt kommt es sicher, jetzt kommt es langsam. Schön. Ja, ja, die liegt hier auch auf Halde und ich möchte die ganze Zeit endlich wieder damit anfangen. Hatte aber ein Hardware-Problem mit meinem Headset. Jetzt wird es schon wieder. Ja, unlösbar nee, quasi. Nee, eben nicht. Und das ist jetzt gelöst, weil ich habe das neue Headset hier auf dem Kopf. Und ich habe auch schon was rausgesucht, Sherlock Holmes tatsächlich, das ich gerne vorlesen würde. Aber das ist natürlich dann auch immer so eine Sache, da braucht man dann Zeit und Ruhe für. Ne? Also vorlesen machst du nicht einfach mal so nebenher. Das kannst du abends beim Kinde tun, mal so schnell nebenher vorlesen. Aber wenn man es halbwegs anständig machen möchte, muss man sich vorbereiten, man muss Ruhe haben. Man muss ein bisschen relaxed sein, man muss nicht wie ich jetzt gerade wieder, ich würde mich jetzt gerne räuspern, irgendwie einen Frosch im Hals haben. Ja, und aber da kommt was, denke ich mal. Da kommt dieses Jahr auf jeden Fall noch was. Dann freuen wir uns. Es wird nochmal gelobt, hier, Jules Verne. Ich höre regelmäßig. Ah, guck mal. Guck mal, guck mal. Gut, das ja, war also ein Geburtstagsgeschenk für meinen, nee, ein Weihnachtsgeschenk für meinen Vater eigentlich. Mein Vater hat mich zu Jules Verne gebracht, schon in jungen Jahren. Und dann habe ich das aufgenommen und habe ihm das auf CD gebrannt und und habe ihm das irgendwann zu Weihnachten geschenkt vor, ja, keine Ahnung, 2016 oder so rum. Ach. Und wir durften alle mithören. Da hat dein Papa sein Geschenk mit uns geteilt. Ja, schön. Super. Aber jetzt neben dieser Suchmaschine und dem Blick in die Community, hast du jetzt vor ganz kurzer Zeit noch was Neues angefangen, nämlich ein Work-Adventure oder eine Spielwiese oder was auch immer gebaut. Und darum soll es heute gehen. Du hast das für diverse, also klingt auch so ein bisschen wie Jules Verne, aber gut.
Für die Wären. Es ist ein bisschen angelegt. Es ist ein bisschen angelegt. Genau. Fangen wir vorne an. Also der Name, um das mal für wissende Menschen zu klären, die werden schon ahnen, ist ein bisschen angelegt ans Fediverse. Mastodon und Co., ja, also die ganzen föderierten sozialen Netzwerke werden zusammengefasst, subsumiert unter dem Namen Fediverse. Und was lag da näher, als das Fediverse zu nehmen, weil es halt auch Föd und Universum und naja, ich bin in Wortwitzen nicht so richtig gut. Och, dafür geht's aber. Ja, was ist es? Wer den RC3, also den Ersatzkongress am Ende des letzten Jahres nicht mitbekommen hat oder nicht mitgemacht hat, der wird eine Erklärung brauchen. Wie erklärt man's? Wo hole ich aus? Also ich befürchte, dass das Publikum, das hier zusieht, jetzt nickt und sagt, ja, wir waren da oder zumindest wir wissen, worum es geht, aber vielleicht hole ich trotzdem aus. Es gibt immer zwei oder drei, die haben unter dem Stein gelebt. oder naja. Wie auch immer. Das klingt jetzt ein bisschen böse. Nein, die haben nicht unter dem Stein gelebt, aber die kennen sich gerade nicht aus und wir nehmen die auch mit. Einfach, die nehmen wir nämlich jetzt mit. Deshalb fange ich vorne an. Das ist ein Brettspiel. Sagen wir mal, ein elektronisches Brettspiel. Nee, wir fangen noch vorher an. Noch weiter vorher an. Gut, ganz kleines bisschen vorher. Ende jeden Jahres treffen sich viele, viele Menschen zum Chaos Communication Kongress. So, ja, also dem üblichen Kongress, der dann aktuell zum Beispiel eigentlich in Leipzig abgehalten wird und da wird rumgenördet und naja, das werde ich jetzt nicht erklären. Das ist natürlich letztes Jahr aufgrund pandemischer Entwicklung nicht möglich gewesen oder nicht sinnvoll möglich gewesen und dann wurde darüber nachgedacht, lassen wir ihn halt ausfallen oder machen wir irgendwas an Online-Events, an Online-Vorträgen, Pipa und Po. Da gibt es sehr schöne Podcasts. Sie könnten, vielleicht sammle ich da nochmal ein paar Links zusammen und schicke die für die Shownotes. Dann hat man sich dazu entschieden, da ein Online-Event draus zu machen. Dieses Online-Event ist natürlich nicht gut abbildbar, einfach nur in den üblichen Methoden, die wir vielleicht aus dem Job kennen, mit Hilfe von irgendwelchen Online-Konferenz-Tools wie Teams oder Jitsi oder BigBlueButton oder von mir aus auch noch dieses unsägliche Zoom. Das hätte natürlich alles nicht gereicht, sondern man braucht natürlich etwas, das auch diese Kommunikation, dieses aneinander vorbeilaufen und dieses Menschen treffen und sehen abbildet. Das kann man natürlich im Netz nicht so abbilden wie in der Normalität, das ist völlig unmöglich. Aber es sind ja Nerds und Nerdinnen und seltsame Menschen und am Ende ist ein Ding herausgekommen oder eine Software genutzt worden, die nennt sich Work Adventure. Dieses Work Adventure ist, wenn man so möchte, ein im 16-Bit-Stil. Wir schieben jetzt mal die Ende 80er, Anfang 90er oder die 90er dazu. Ein Spiel im Stil von 16-Bit-Spielen. Flach drauf gucken, es läuft eine Figur durch die Gegend, die bist du. Und in dieser Welt, die sehr bunt ist und an alte Rollenspiele angelehnt ist oder erinnert, kannst du andere Menschen sehen, andere Menschen treffen. Und an bestimmten Punkten, und das ist eine ganz einfache Geschichte, kann man bestimmte Dinge auslösen, nur dadurch, dass man darauf läuft oder in ein bestimmtes Gebiet läuft. Zum Beispiel kann man auslösen, wenn ich einer anderen Person über den Weg laufe in einem bestimmten Radius, dass sich bei uns beiden ein Videofenster öffnet und ein Audiokanal öffnet und dann kann man mit dem reden. So wie wenn man halt einfach in Leipzig dann aneinander vorbeiläuft und sagt, hier, Gude, grüß dich, macht sich halt in diesem Spiel ein Fensterchen auf, ein Video auf und einen Audiokanal. Dann kann man miteinander reden. Man kann das auch sein lassen. Man kann sich auch komplett sperren. Man kann also die Kamera natürlich zumachen und Audio zumachen. So, und da gibt es wiederum natürlich. Aber beim Kongress war ich irgendwie etwas überfordert mit diesen ständigen Kommunikationsangeboten. Und bling, immer bling. Hatte ich irgendwelche fremden Leute, ja genau, pling, dann war wieder irgendwie bling, auf meinem Bildschirm. Bling, bling. Das hat mich überfordert. Am dritten Tag habe ich dann die Option gefunden, wo ich das abschalten konnte. Das war gut. Da kannst du mal sehen, was man im echten Leben an ich will nicht Verdrängungsleistung sagen, aber an Filterleistung erbringt,
weil letztendlich ist das ja kein Unterschied. Im normalen Leben kannst du keine Kamera ausmachen, du kannst nicht die Augen zumachen, du kannst nicht die Ohren zumachen, das ist alles da. Ja, ich finde dieses bei mir auf dem Bildschirm hochpoppen, das ist schon das ist schon näher als bei einer zufälligen Begegnung auf der Straße. Da gucke ich einfach auf den Boden und dann ist gut. Genau, das ist deine Filterleistung. Ja, die vom, naja, gut, von okay. deines Hirns. Ja, am Rechner hast du irgendwann, also wenn diese Pandemie, wenn das so weitergeht, ja noch 3 bis 4 Jahre dauert hier in Deutschland und der Rest der Welt schon unterwegs ist und glücklich und ruhig ist, wirst du auch das gelernt haben. Dann werde ich auch das gelernt haben. Souveräner, Ping, Ping, dann spiele ich Ping und Pong, genau. So, und es gibt Gebiete auf so einer, das ist eine, man nennt das Map, ja? Es gibt Gebiete oder Teile auf dieser Map, die halt eine Aktion auslösen, wie zum Beispiel, es öffnet sich eine Webseite. Dann geht ein Iframe auf, da geht auf deinem Bildschirm eine Webseite auf und was auch immer. So, oder aber du läufst über ein bestimmtes Gebiet und plötzlich geht Audio los. Oder du läufst über ein bestimmtes Gebiet und du wechselst in einen anderen Raum, weil das ein oder Ausgang war. So, mehr gibt es da im Wesentlichen nicht. Das war es schon an Toolset. Alles, was man kann, habe ich jetzt im Wesentlichen beschrieben. Es gibt natürlich noch eine ganz gewaltig wichtige Sache, nämlich Flächen, auf denen auch wirklich Videokonferencing möglich ist, mit mehreren Leuten, nämlich nicht nur mit denen, die in deiner Nähe stehen, sondern mit allen, die auf dieser ganzen gesamten Fläche stehen. Das kennt ihr aus dem Sendezentrum, das war mittendrin das Lagerfeuer im Zweifelsfall. Da kannst du dann auch schon mit 20, 30 Leuten drin sitzen und dich unterhalten und gegenseitig sehen. Das war ein ganz großer Spaß. Ich habe eigentlich den ganzen RC3 auf dem Sendezentrum mit euch verbracht. Schön. Ja, oder es gibt halt noch die Bühne, ne? Das, also die Situation ist, einer redet oder eine redet halt zu einem größeren Publikum, sozusagen 1-zu-N-Kommunikation. Kann man halt auch. Genau. Also im Prinzip durch die Position meines Avatars, also meines Männchens, das ich mir gestalten kann in gewissen Grenzen, löse ich Funktionen aus. Also dadurch, und je nachdem, wo ich mich gerade auf dieser Landkarte befinde, passieren halt unterschiedliche Sachen. Und das Schöne ist, dass sich eben die anderen Teilnehmenden auch in dieser Landkarte befinden und man läuft sich quasi wirklich zufällig über den Weg oder kann sich zufällig über den Weg laufen. Genau. Wenn das so ist wie beim RC3, also dass da irgendwie gefühlt 3000 Menschen oder 3000 Avatare auf einem Haufen hocken, ist das ein bisschen schwierig, seine Übersicht zu bewahren. Oh ja. Aber wenn sich das so ein bisschen verteilt, ich habe heute noch gesehen, irgendjemand hat seine Büroumgebung in so ein Work-Adventure eingebaut. Und dann gehst du wirklich von einem Büro zum nächsten, um mal mit Kollegin oder Kollege irgendwas vielleicht unter 4 Augen, vielleicht auch im größeren Team zu besprechen und kannst dann tatsächlich deine Büroumgebung dann mit abbilden. Das finde ich faszinierend. Das ist der ursprüngliche Gedanke hinter dieser Software. Die ist ja nicht irgendwo jetzt gerade zum RC3 aus dem Boden gestampft worden. Die gab es schon. Aber noch nicht so lange, ne? Anfang 2020 oder so, ne? Mai 2020, irgendwie sowas in dem Dreh, ne? Die ist pandemiegetrieben. Ja. und tatsächlich ist der ursprüngliche Sinn hinter der Geschichte ist tatsächlich die gamifizierte Büroumgebung. Ich habe auch schon überlegt, unser Büro nachzubauen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Ich befürchte nicht. Aber ich habe die Map schon gebaut. Naja. Wo war ich stehen geblieben? So, und jetzt mit diesem kleinen Toolset kannst du ja eigentlich nicht wirklich viel anfangen. Also es gibt im Gegensatz zu einem normalen Spiel, es gibt kein Inventar. Du kannst nicht wirklich interagieren. Du kannst also nicht hingehen und sagen, ich habe hier im Inventar eine Axt und damit haue ich dem Martin auf den Kopf und mal gucken, was dann passiert. Das ist natürlich alles nicht möglich, sondern du läufst wirklich nur durch die Gegend und dadurch, wo du dich befindest, werden Aktionen ausgelöst. Das war's ja. Wirklich. Es gibt nicht mehr. Ich würde mir tatsächlich Mikrofon. Noch ein paar Dinge wünschen. Das kannst genau. Du jemanden nicht auf den Kopf, sondern unter die Nase halten. Das und jetzt durch dieses reduzierte, Toolset, die reduzierten Werkzeuge, kommst du natürlich in eine Lage, wo man anfängt rumzuhacken, zu überlegen, was kann ich denn mit dem Wenigen da tun? Weil klar, ein Computerspiel könnte ich in meinem ganzen Leben nicht programmieren, aber ein Computerspiel zu programmieren mit bestimmten Tools, mit bestimmten Ideen, die du im Kopf hast und wenn du das kannst, ist nicht einfach, aber möglich. So, hier habe ich gar nicht die Werkzeuge. Ich habe hier gar keine Werkzeuge eigentlich. Aber die wenigen, die ich habe, die wollen wir mal gucken, was wir daraus machen können. So, und jetzt kommst du in so einen Bereich Gamification auf der einen Seite und auf der anderen Seite
Also entdecken, ich gehe durch die Gegend, mal gucken, was es da alles gibt, wie funktioniert das, was, ne? Vielleicht gibt es sogar versteckte Keller, wo ich irgendwas finde. Kennen wir alles vom RC3 oder Toilettenpartys. Und zum anderen ist da der Community-Gedanke. Diese, ich begebe mich mit anderen Menschen in einen Raum, mache etwas zusammen, höre zusammen einen Podcast, vielleicht setze ich mich jetzt, Moment, ich gucke mal gerade nach, ich bin ja auch da am Rumlungern. Na, immerhin, 3 Menschen hören im Clubhouse den Livestream. Das ist zum Beispiel eine Sache, die man da tun kann. Man kann zusammen Livestreams von Podcasts hören. So, und Achso, das sitzt Insel 1 ist also jetzt der Sendegarten. Genau. Okay. Also darf man jetzt gerade, oh Gott, das sage ich jetzt besser nicht, Datenschutz, ne, haben wir ja eben schon gehabt mit der DSGVO. Ja, ja, ja. Person 1, Person 2, Person 3, reicht doch. Ja, ich weiß nicht, in welchen Reihenfolge du sie nummeriert hast. Eine davon ist übrigens dafür verantwortlich. Und wenn sie es könnte, würde sie jetzt die Hand heben, aber lassen wir das. Kann ja mal hüpfen. Nee, auch das geht in diesem Spiel nicht. Du kannst nur hoch und runter laufen. Ja, das meine ich ja mit hüpfen. Also, so. Das könnte man ja. Ja. Aber der du meinst bestimmt den. Oh, du meinst nicht den, den ich meinte. Nee, ja, okay. Der ist auch verantwortlich für einiges. Eigentlich, wenn ich, um Himmels Willen, ist ein Podcast. Die Menschen können nicht sehen. Ich erzähle euch die Geschichte. Wir erzählen ihn. Wir gucken hier auf 3 kleine Avatare, die auf einer so einer Art Couch-Garnitur sitzen, die so, so im Viereck halt aufsteht. Der Sendegarten. Der Sendegarten ist nicht unschuldig. Es begab sich zu der Zeit. Jetzt tauschen Sie die Position, um uns zu verwirren. Entschuldigung. Ja, ich kommentiere. Entschuldigung, der Sendegarten ist nicht unschuldig. Wir sind total unschuldig. Wir haben nichts, haben gar nichts gemacht. Also passt auf, was haben wir jetzt? Wir haben Ende Februar, das war Ende Januar, gab es einen Sendegarten, natürlich. Und ich nenne keinen Namen. Ich weiß nicht, ob er genannt werden möchte. Jemand sagte, er würde sich den im Sendezentrum anhören. Also im übrig gebliebenen Work-Adventure-Map-Gedöns des Sendezentrums vom RC3. Und da dachte ich mir, ach komm, da gehst du auch rein. Und dann saß er da und haben wir da gequatscht, haben gleichzeitig den Livestream irgendwie gehört. Dann hat er mir dann nochmal das Sendezentrum nochmal ein bisschen genauer gezeigt, weil ich habe eigentlich fast nur am Lagerfeuer gesessen und gequatscht. Und dann hat das Klick gemacht, weil es hat schon vorher irgendwie in meinem Hinterkopf rumort und irgendwas ist da dran, das gefällt mir, ich will das auch haben, aber warum weiß, wusste ich nicht. Und dann sind wir in diesen Showroom gegangen, Treppe hoch, wo die großen Boomboxen standen und wo man sich Podcast-Episoden anhören konnte. Und genau in dem Moment hat das plöpp gemacht, also richtig, ich habe mir eingebildet, dass ich das gehört habe. Ich würde jetzt pfeifen, aber ich bekäme dann Ärger beim Lars. Ich habe dann da gesessen, genau, jetzt, das willst du. Das ist es, Podcasts in so einer Welt hören, weil wir können alle nur mit unserem Hintern zu Hause sitzen. Natürlich hört man dann Podcasts auch zu Hause, aber so ein Community-Ereignis wie das Sendezentrum muss man größer machen. Da will man Livestreams hören, da will man Podcasts entdecken, da möchte ich sehen können, was andere Menschen hören und. Ja, und dann war ich Feuer und Flamme und habe, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen das Ding runterprogrammiert, die Maps gebaut, die ersten Versionen. Und dann hatte ich das für die Verse zusammen. Und jetzt muss ich wahrscheinlich auch schon dann nochmal erklären, weil viele, viele Menschen, die das jetzt hören, werden nicht wissen, was es wirklich ist oder was man da drin kann. Das für die Verse besteht im Wesentlichen aus 3, 4 Werkzeugen. Das erste ist die Suchmaschine selber, das ist abgebildet anhand des Bildes einer Bibliothek, da gehe ich rein, dann steht da ein Bibliothekar und wenn ich den anspreche, dann kann ich nach Podcasts suchen, wie es nun mal auf hütte.de in der Suche möglich ist. Kriege ich auch mein Suchergebnis angezeigt und dann kann ich, wenn ich ein Suchergebnis hören möchte, auf einen Button klicken. Nehmen wir mal an, ich suche nach Fotografie und finde einen Fotografie-Podcast. Ach, der könnte interessant sein. Dann drücke ich auf einen Knopf und dann sagt mir der Bibliothekar, pass mal auf, ich habe hier 4 Räume und in Raum 3 habe ich dir den Podcast aufgelegt. Geh da rein, kannst ihn hören. Dann gehe ich durch Tür 3 und diese Tür 3 öffnet mir einen Raum. In diesem Raum befinden sich 10 Hörplätze und ein großer Platz in der Mitte.
Und ein Infoboard am Anfang. Das Infoboard sagt mir, welche Podcast-Episode an welchem Hörplatz von diesen 10 Hörplätzen abgehört werden kann. Also wenn ich also zum Beispiel die erste Folge hören möchte, gehe ich an Platz 1. Oder nee, stopp, wenn ich die aktuellste Folge hören möchte, gehe ich an Platz 1. Wenn es einen Trailer gibt zu diesem Podcast, das gibt es ja hin und wieder, dass Podcasts Trailer haben im Feed, dann kann man ja, den sogar an diesem Whiteboard hören. Vor allen Dingen. Ja, genau. Ich wollte die Leute animieren, dazu Trailer zu machen. Das ist wichtig. So, und für den Fall, dass ich mit anderen Menschen zusammen über diesen Podcast reden möchte, gibt es da drin auch noch eine Community-Fläche, wo man ein Videoconferencing machen kann mit Jitsi. So. Teil 2 ist, ich möchte keinen Podcast erkunden, sondern ich wollte eine bestimmte Podcast-Episode hören. Also nicht so groß gefasst wie ein kompletter Podcast, sondern wirklich nur diese eine Episode. Dazu gibt es einen großen Hörsaal, ein Auditorium. Da stehen 20 Hörplätze drin. Da kann man sich einzelne Episoden auf die Plätze laden und dann geht man mit seiner Figur auf Platz zum Beispiel 19 und kann dann die Folge Sendegate Sendegarten vom 18. April 2019 mit Christian zum Thema Fürth nochmal hören. Teil 3, Entschuldigung, Teil 3 sind die Kurationen. Ich werde vielleicht nochmal kurz erklären, was eine Kuration ist. Auf Fürth kann man einzelne Podcast-Episoden in einen speziellen Feed, in einen selbstgenerierten Feed packen. Und der ist dann abonnierfähig. Also wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, ich kuratiere oder ich möchte Folgen zum Thema Fußball kuratieren, die mir gut gefallen haben, dann mache ich meinen eigenen Fußballfeed auf und kann da bestimmte Folgen ganz beliebiger Podcasts reinpacken und jeder kann das abonnieren und hören. Das ist, glaube ich, so eine der uralten, großartigen Kernfunktionen dieses Systems. Eigentlich das allererste, was so an kollateralen Nutzen rausgefallen ist aus dem Verzeichnis. So, und es gibt ein paar schöne Kurationen, die mir sehr gut gefallen und die fasse ich im Moment manuell in eine Galerie oder in einer Galerie zusammen. Du gehst also durch Raum 2, durch das zweite Tor, wie damals beim Zork. Und da öffnet sich eine große Galerie, dann sehe ich da die Namen der Kuration und die Logos der Kuration. Und wenn ich dann nochmal durch die Tür dieser jeweiligen Kuration, also der jeweiligen Ausstellung geht, dann komme ich in einen großen Ausstellungsraum, in dem die letzten 10 Folgen dieser Kuration nochmal dargestellt werden. Da kann ich mich auf eine Bank vor diese Episode, es ist schwer zu erklären, ihr merkt das, gell? Man muss das gesehen haben, man muss da durchlaufen. Kann mich auf eine Bank davor setzen und kann diese Episode hören. Wie in einer Galerie, wie in einer Kunstgalerie setze ich mich dann auf eine Bank und gucke mir das Kunstwerk an. Das ist mit den Ohren, genau. Unfassbar schöner Vergleich. Das dritte, und das ist heute Abend, manchmal mag ich selbst, was ich tue. Ja, ich glaub, das ist gut. Bei mir ist das selten genug der Fall. Ich genieße diese Momente, genieße es. Ja, genau, das kann ich nachvollziehen, geht mir genauso, aber hier bin ich immer noch Feuer und Flamme für den Mist, den ich da gebaut habe. Den finde ich immer noch geil. Ich weiß, dass der am Ende das machen wir später. Egal. Auch wieder so mit ich wollte an einen Punkt kommen, den ich aber später. Ja, bleiben Sie dran. Clubhouse ist, beziehungsweise eigentlich ursprünglich das Theater ist der letzte Punkt, der da noch drin ist. Da geht es um Live-Podcasts. Und da befinden sich jetzt auch tatsächlich Menschen. Da kann man Podcasts, die über StudioLink gestreamt werden, an 6 unterschiedlichen Plätzen hören. Das heißt, und das ist eigentlich die witzigste Funktion, man kann sich mit Menschen treffen, wie das jetzt gerade viele Menschen tun, die im IRC jetzt zusammensitzen und uns hier zuhören. Die könnten das auch in einem Jitsi machen, im Clubhouse. Denn wenn du dich auf eine bestimmte Sitzgruppe bewegst, geht der Stream an. Du hörst also das, was ich jetzt hier gerade sage. Plus du siehst andere Menschen und kannst mit denen reden. Das ist natürlich ein bisschen ein Experiment, ob das überhaupt funktioniert. Kann man mit anderen Menschen in einer Videokonferenz zusammen einen Live-Podcast hören? Das ist mehr ein soziales Ding als ein technisches, weil technisch funktioniert das einwandfrei, haben wir schon getestet.
Also auch nur eine Spur, ne? Der Podcast selber ist ja auch nur quasi wie ein Teilnehmer, also von den Spuren her. Nee, tatsächlich nee? Nicht. Oh, nee, der läuft für alle gleich, der läuft aber nicht im Jitsi. Ja, für alle gleich, natürlich mit gegebenenfalls Buffering-Differenz plus 2, 3, 4, 5 Sekunden. Nee, das ist kein Jitsi-Teilnehmer. Ich hatte drüber nachgedacht, einen Jitsi-Bot für das Ding da zu schreiben, aber es war gar nicht nötig. Es war nicht nötig und wäre nur unnötig kompliziert geworden. Es gibt tatsächlich Flächen auf diesen Karten, wo Audio abgespielt wird. Du kannst also über eine bestimmte Fläche laufen und dann tut sich im Browser ein kleines Fensterchen auf, das siehst du kaum oben am rechten Rand und dann wird Audio abgespielt. Das ist üblicherweise eigentlich dafür gedacht worden, du läufst zum Beispiel über Gras und dann hörst du vielleicht irgendwie Holzknacken, Gras, Büschel, was weiß ich was. Ich missbrauche das schlicht und ergreifend für einen Livestream. Aha. Das geht nämlich auch. Ob das MP3, das da abgespielt wird, eins von der Festplatte bei meinem Server ist oder ob das eins von StudioLink ist völlig egal. So, und danke Sebastian, weiß ich auch, welche Streams laufen. Blende die dann entsprechend ein. Es gibt ein Whiteboard am Eingang. Da kannst du dir anschauen, an welchem Platz welcher Livestream hört. Und dann kann man sich da zusammen finden. Weil, naja, Livestreams sind ja oder Live-Podcasting ist ja eine wirklich alte Geschichte. Das fing ja die Hörsuppe war gerade durch diese Live-Podcasts ein Stück weit getrieben. Ach, jetzt verstehe ich Kalender, das. Ne? Ich habe jetzt das, ich quatsch mal eben dazwischen, ich habe jetzt das Whiteboard angesteuert und sehe jetzt in der Sitzecke 1 tatsächlich das Logo vom Sendegarten. Das habe ich vorhin schon mal gesehen, das habe ich gar nicht begriffen. Ich dachte, das wäre irgendwie nochmal so ein Easter Egg oder so. Aber es ist tatsächlich der Hinweis, weil über uns, also Sitzecke 2, wird auch gerade live gepodcastet, die Kunst der Unvernunft, und darüber ist das Chaosradio. Also das ist jetzt Chaos Toll. Radio läuft auf StudioLink? Sebastian? Das ist mir Sebastian, das ist mir weißt du was? Ja, tatsächlich. Ja, also ich weiß nicht, ob schon immer oder ob nur zwischendurch. Ich glaube, die haben auch viel über Media CCC, aber ich glaube, pandemiebedingt vielleicht ist das jetzt Audio-only gerade. Ich hatte schon überlegt, ob ich Chaos Radio und extra Layer dazwischen generiere, der das in meine Daten mit reinspült, weil Chaos Radio meines Wissens seinerzeit bisher nicht über StudioLink lief. Aber wenn die das machen, ist das natürlich großartig, dann brauche ich nichts arbeiten. Ja, genau. 3 Stück laufen aktuell. Schön. 3 Stück laufen aktuell und ich versuche auch gegebenenfalls Stream-Abrisse beziehungsweise irgendwelche Probleme auf Seiten der Podcasts so ein bisschen dazu durchzubegegnen, dass ich eine Latenz von 5 Minuten habe, bevor der Sendeplatz wieder frei wird. Das sind ja im Grunde Sendeplätze, diese 8 Stück. Das sind gar nicht 6, sind 8. Mhm. Wäre natürlich blöd. Nehmen wir mal an, du hast einen Podcast, der so ein bisschen instabil ist und alle 20 Minuten mal für eine Minute rausfällt und plötzlich der Stream weg ist. Wenn ich das alles immer sofort rausschmeißen würde, müssten die Leute ständig Reise nach Jerusalem spielen. Über die Bänke, je nachdem. Ja, schön. Deshalb. Ja, ja, das sind so Dinge, da muss man wirklich darüber nachdenken. Wobei auf der anderen Seite, inzwischen ärgere ich mich, dass ich das so gut sicher gemacht habe, weil eigentlich wäre es geiler, wenn die Leute ständig durch die Gegend laufen müssten. Ja, das kannst du ja so am 1. April oder am World Podcaster Tag, International Podcast Day oder so spezielle Gimmicks dann mal machen, wo es dann vielleicht ein bisschen komplizierter wird. Das wäre ganz witzig. So, jetzt haben wir einen kurzen Abriss. Ja. Drei große Räume mit unterschiedlichen Inhalten. Also einmal dieses große Archiv, dann diese Galerie, wo dann die Kurationen laufen, also dein Showroom oder der Showroom von den Kurateuren. Genau. Kuratoren. Turnen und dann dieses gemeinsame Zuhören, was du jetzt mit dem naheliegenden oder sagen wir vielleicht etwas lustigen Begriff Clubhouse benannt hast, wobei man Club schreibt man tatsächlich wie Klappstuhl, also es heißt, es ist nicht dieses Apple-Dings, wo man halt nur zuhören kann, aber es hat halt schon auch mit Zuhören zu tun, nur nicht also es ist hier nicht diese Bühnensituation mit dazwischen reden, das ist ein bisschen anders halt vom Ansatz her. Ne? Ja, das ist auch mehr ein Spaß und schuld ist eigentlich der Tobi Bayer,
der den Spaß aufgebracht hat. Und ich habe es ihm einfach nur geklaut. Oder deshalb, also sorry, Tobi. Eigentlich ist es Tobis Idee gewesen. Eigentlich sollte das Theater heißen. Es sollte das Theater sein. Auf der anderen Seite hat das hier mit Theater gar nichts zu tun. Das passt auch gar nicht. Ich muss dann irgendwie nochmal gucken, dass ich da an der Stelle nochmal irgendwann einen anderen Namen finde. Bis dahin. Das ist doch super. Ich finde Clubhouse, also gerade vielleicht, wenn die Euphorie von dieser irgendwann wird das weg sein. Weg sein, dann ist es vielleicht nicht mehr so treffend irgendwie. Aber vielleicht wenn die Leute fragen, warum heißt das so? Du hast ja zumindest an der Stirnseite oben, ist das die Stirnseite, ne? Hast du ja noch so, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, Arbeitstische. Arbeitsplatten, sozusagen, sieht aus wie eine Küche, steht eine Kiste Mate rum und ein alter Computer und so weiter. Was sind denn das für Gimmicks? Naja, das ist halt der Entdecker, der Spaßteil der ganzen Geschichte. Ich könnte das steril halten und das alles wegmachen, aber dann hättest du halt, das ist so das Salz in der Suppe bei dieser ganzen Geschichte. Du willst ja irgendwas, ein bisschen was fürs Auge haben. Und ich bin nach wie vor nicht mit diesen Karten zufrieden. Also die könnten mir immer noch besser sein. Aber für den Moment reicht das mal. Das ist halt die Entdeckergeschichte. Wenn du dich ganz links an diesen wunderbaren Computer begibst, ja, geht ein Fenster geht ein Fenster auf und dann kannst du an einem CPC spielen. CPC, ja, der Schneider ist ein Rechner aus den 80er Jahren. Oh, mit einer Datenkassette. Super. Datasette. Ja, es gibt noch zwei andere Rechner in diesem Fediverse. Die sind auch gar nicht so schwer zu finden. Zum einen ein C64 und zum anderen Amiga. Und das sind so die Kleinigkeiten, die den Spaß dann vollständig machen in so einer Welt. Nämlich das Entdecken von Dingen, die du nicht erwartest. Oder von Dingen, die du halt schlicht und ergreifend nicht kennst. Also es könnte ja hier irgendwo in dieser Welt irgendwo noch einen Exit geben in einen Keller mit einem Labyrinth. Ich sag jetzt mal direkt, nein, gibt es im Moment noch nicht. Ihr könnt aber trotzdem gerne suchen. Hast du mal auf dem RC3 hat es das ja reichlich gegeben. Da ist man ja irgendwo, genau, weißt du, raus. Also man muss, glaube ich, so ein Spielergehen haben, um das wirklich komplett genießen zu können. Also mich hat das immer nur verwirrt. Aber ich habe ja auch gesehen, mit welcher Geschwindigkeit manche da sich bewegen können. Das ist ja, also Avatare bewegen können, das ist ja wirklich faszinierend. Kann man das hier denn auch beschleunigen, wenn ich Shift-Pfeiltaste drücke, dass ich dann, ja, ich habe was gelernt und behalten. Okay, gut, also es gibt im Moment noch keine, dann gibt es so Zwischenlinien? Das ist witzig. Ja, wenn ich mit Shift, dann gibt es so Zwischenlinien. Ja, das ist ein Bug an der aktuellen Version, die ist schon gemeldet und sie sind hinterher, dass es gibt Bugs und die gefallen mir alle im Moment noch nicht, aber sie sind nicht essentiell schlimm, so schlimm, dass das nicht betrieben werden könnte. Ihr werdet noch ein jetzt paar mehr. Jetzt ist aber finden. Richtig hier Bewegung. Viele sind da, also einige sind doch da und bewegen die, sich. Die drehen gerade schlimm. Alle völlig durch. Ich weiß nicht, was mit denen ist. Ihr seid großartig. Wer immer ihr da seid. Super. Ja, genau. Jetzt zeigen Sie es dem alten Mann mal, wie man sich bewegt. Jetzt aber alle im Sauseschritt. Und das in einem Podcast. Großartig. Das wird die am schlechtesten nachvollziehbare Folge ever sein, die ihr gemacht habt. Egal. Dann kann man sie wenigstens zum Einschlafen benutzen. Ist doch gut. Hier, also wir gucken hier auf eine 2D-Spielfläche mit den beschriebenen Elementen, Sitzgruppen, wo man in den Sitzgruppen halt Podcasts hören kann. Aber zwischen den Sitzgruppen ist gerade sehr viel Bewegung, weil anscheinend ist das Hören gar nicht so wichtig. Mehr das Rumlaufen ist wichtig. Und es gibt ein paar Gimmicks, zum Beispiel an der Stirnseite, alte Computer, eine Mathekiste, was weiß ich, was man da noch alles entdecken kann. Ich habe das gar nicht so genau alles ausprobiert. Hättest du Audio an, würdest du wahrscheinlich die umfallende Mateflasche hören. Ah, super. Ja, ich sehe, dass da so ein Symbol, so ein Lautstärke-Regler aufgeht, aber ich habe die Systemlautstärke hier mal runtergefahren, damit es nicht schon wieder solche Geräusche macht wie vorhin. Das war mir doch unangenehm. So, okay. Jetzt. Das ist toll. Das, ja, aber es wirkt ja erstmal so sehr unseriös, unernst. Ich weiß nicht, wie ich das vernünftig bezeichnen sollte. Ja. Unnötig. Unnötig ist eigentlich das Wort, das mir einfällt.
Auf der einen Seite ist es auch. Alles, was du hier machen kannst, kannst du im Netz auch anders machen. Mit bekannten Mitteln und wenn es nur für .de nutzen ist und dann den Podcatcher nutzen. Niemand muss in so einer Welt einen Podcast oder auch nur eine Episode hören. Das ist eigentlich nicht nötig. Aber, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das hier keinen ernsthaften Wert hat. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass man da ein paar Dinge mitnehmen kann, ein paar Dinge lernen kann an der ganzen Geschichte, wie Menschen miteinander interagieren im Bereich Podcasting. Und jetzt wird es dann tatsächlich doch so ein bisschen ernster. Es gibt ein paar Podcasts, die darüber nachdenken, hier Hörerinnenveranstaltungen, Hörerinnentreffen zu veranstalten. Ah, ja, super Idee, ja, genau. Denn, wenn du vielleicht gehen wir mal zusammen. Oh, guck mal hier, jetzt machen wir hier mal. Komm, wir gehen mal in einen Podcast-Raum. Ja? Okay, ich folge dir. Ja? Also, Christian hat jetzt seinen Avatar aus dem Clubhouse hinausbewegt und geht in die Library rein. Folge mir. Ja, wir folgen dir alle. So, ich weiß jetzt nicht, was dahinter steckt. Ich habe keine Ahnung, wer jetzt hier, ne? Hier befinden wir uns in der Bibliothek, Räume 1, 2, 3, 4. Jetzt gehen wir einfach mal zu 1. Ach Gott, wen haben wir da? Die Freakshow. So. Raum 1. So. So, da haben wir die Freakshow drin. Ah. Ja, okay. Und in der wieder Mitte, ein großer Raum mit in der Mitte ziemlich viel Sitzgelegenheiten und das Logo, der große Zylinder ist da so als Schattenriss irgendwie so abgelegt. Sehr gut. Mhm. So, und in der Mitte gibt es ein Jitsi. Also der Raum besteht aus 10 Stühlen, wo du dann die Episoden hören kannst, habe ich eben schon erzählt. Und in der Mitte befindet sich dann dieser große Gemeinschaftsteil, in dem ein Jitsi ein Videoconferencing angeht. Und da gibt es tatsächlich die ersten Überlegungen und dafür habe ich tatsächlich das ganze Ding in der Mitte auch gemacht. Da gibt es Überlegungen zu sagen, cool, wir können uns ja nicht wirklich treffen, wäre ja nicht sinnvoll. Aber lass uns doch die Hörerinnen-Treffen hier abhalten. Ich habe gerade jemanden gesehen. Sehr schön. Ja, war gerade kurz abgelenkt. Das sind dann so die Dinge, wo ich mir denke, klar, das ist alles unernst. Das ist Spielerei, das ist Spaß. Mhm. Das ist nichts, das die Welt verändern wird. Aber es gibt einen Nutzen, durchaus, trotz allem. Und deshalb... Ich kann das schlecht erklären. Ich fühle mich hier die ganze Zeit, als wenn ich beim Entwickeln von dem Ding habe ich gedacht, Alter, du spielst nur. Das ist völlig sinnlos, das ist völlig unnütz. Aber es hat einen unfassbaren Spaß gemacht. Es hat einen Wahnsinnsspaß gemacht. Es hat einen diebischen, einen kindlichen. Ich habe 1996 meine erste Webseite programmiert. Warte mal, 96, das ist ja noch im letzten Jahrtausend gewesen. Wie hast du das denn gemacht? So, mit Hammer und Meißel oder wie? Ja, ungefähr. Und habe schon bei der ersten Webseite nicht nur statisches HTML, sondern so ein bisschen Perl mit reingebracht, weil ich hatte ein Umfeld, das mir das nahegetragen hat, sagen wir es mal so. Und war völlig fasziniert, dann nicht nur eine Seite ins Netz zu stellen, im Netz unterwegs, also in anderen Netzen war ich schon viele Jahre und wusste um diesen Umstand, wie das sich anfühlt, Dinge in irgendein Netz zu stellen, aber das dynamisch zu halten und da eine Interaktion zu haben vielleicht sogar, das fand ich völlig faszinierend. Und ja, das Erste, was ich gemacht habe, war ein Gästebuch. Entschuldigt. So, und zum ersten Mal seit dieser Zeit habe ich mich mit dem Ding hier wieder so gefühlt wie, wow, ach, das kann ich spielen. Schön. Ja, super. Das ist doch toll, wenn so ein Gefühl wieder hochkommt. Das ist großartig. Das ist 30 Jahre her im Wesentlichen. Ja, sagen wir 25, 26, 27. Aber zum ersten Mal seit dieser Zeit habe ich mir gedacht, Menschenskind, das ist ja, irgendwas ist hier neu und das muss ich ausprobieren, das musst du machen. Deshalb habe ich es gemacht. Und wenn am Ende nur ein kleiner Nutzen bei rausfällt und wenn auch nur 10 Leute Spaß gehabt haben oder 3 oder einer oder wer auch immer, dann ist es doch schon gut. Weil Kosten tut's fast nichts. Na, hier laufen jetzt wahrscheinlich circa 10 Leute auf dem Server rum, vielleicht auch weniger, ich müsste mal nachgucken. Geht in Richtung 6, glaube ich. Und der Server, das ist eine ganz kleine Kiste, die langweilt sich. Das heißt, ich tippe mal, ich habe das gestern mit dem Andi mal kurz durchgespielt und der hat mir auch noch ein paar Infos. Wir sind jetzt hier gerade, also ich tät mal sagen, 100 Leute verkraftet diese Kiste problemlos.
So, und wenn nur 10 davon großen Spaß gehabt haben und ein bisschen in der Scheißzeit, in der wir uns hier gerade bewegen, ein bisschen Spaß gehabt haben und ein bisschen abgelenkt waren oder irgendwie was Neues entdeckt haben und sich kurz abgelenkt gefühlt haben, dann war es doch schon gut. So, Badauts. Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann mir das sehr gut. Also, andersherum. Als der Kongress, der Chaos Communication Kongress absehbar nicht stattfinden konnte in der Form, war ja tatsächlich die Frage, wie kann man sozusagen dieses zufällige und spontane Treffen, wie kann man das irgendwie abbilden und, online? Also, dass wir uns alle jetzt hier zu einem Zeitpunkt mit einem Jitsi oder einem Studio-Link oder was verbinden, das ist ja inzwischen geübte Technik, aber das ist halt geplant, das ist nicht spontan, das ist nicht durch Zufall bedingt. Und man hat halt überlegt, wie kann man denn dieses Spontane, dieses das Überraschende, was das Offline-Leben so mit sich bringt, wie kann man das denn abbilden? Und da war ja genau diese Überlegung, dass man das auf so einem Spielfeld machen kann, wo eben neben da findet gerade ein Wettrennen statt, Entschuldigung, einer rennt und der andere rennt hinterher, das sieht einfach total süß aus, wo ich eben sehen kann, was andere treiben. Und ich kann mich denen nähern oder auch davon fernbleiben kann tatsächlich interagieren. Also wie kann man das halt abbilden? Und die Variante, die der RC3 da gebaut hat, war natürlich gleich wieder, es war nicht nur zum Ausprobieren, sondern wieder mal bisschen alle Möglichkeiten ausprobiert. Ich habe in 4 Tagen, glaube ich, 1/1000 von den allen Möglichkeiten gesehen, die es da gegeben hätte. Aber du hast es im Prinzip jetzt auf ein sehr gut konsumierbares Maß runtergebracht. Selbst ich würde mich nicht verlaufen, glaube ich, wenn ich noch ein bisschen üben würde. Jetzt habe ich dadurch, dass du es mir erklärt hast, auch verstanden, was Library und was Galerie und so weiter ist und Clubhouse, also den tieferen Sinn, habe ich begriffen. Und ich sehe da schon einen Nutzen. Zum Beispiel, wenn wir auch so Podcasterinnen-Treffen machen wollen, wie heißt unser Pottruhr beispielsweise, was der Lars ja, ich glaube, für den April geplant hatte. Aber jetzt... Ich weiß nicht. Lars, glaubst du dran, dass das in der Kohlenstoffwelt stattfinden wird? Ich glaube nicht dran, aber ich sage auch noch nicht ab. Ja. Aber könntest du dir vorstellen, dass wir das hier machen, in so einem virtuellen Szenario? Möglicherweise. Es wäre auf jeden Fall besser als das, was wir beim ersten virtuellen Pottruhr versucht haben. Ich baue euch eine Map. Also wir können da gerne mal in Kontakt treten, wo ich die Probleme beim ersten virtuellen Pottruhr gesehen habe und warum ich nicht motiviert war, ein zweites zu tun. Oh yeah. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass dieses hier schon Probleme davon lösen würde, ja. Ja, es gibt auch Bereiche, die man still machen kann. Es gibt aus der Lobby heraus nach links runter gibt es das Silenzium für Menschen, die, da gehöre ich auch dazu, hin und wieder einfach mal ihre Ruhe brauchen. Das ist eine spezielle Karte, das ist ein spezieller Raum, in dem kein Videoconferencing, auch nicht bei Kontakt, also wenn dir ein anderer Mensch zu nahe rückt, möglich ist. Die sind komplett still. Gut, das ist ein Ruheraum, ganz genau. Ja, Ruhe, ursprünglich sollten da Betten drin stehen. Ursprünglich sollten da Betten drin stehen. Davon bin ich abgegangen, weil das fand ich anstrengend. Das ist jetzt einfach sowas wie in Großbritannien oder im britischen Universum gibt es die sogenannten Drawing Rooms. Das sind Räume, in denen man sich zurückziehen kann und stille, gepflegte Konversationen halten kann. Und das ist dem hier nachempfunden so ein bisschen. Ne? Also mit dem Kamin, mit Sitzbänken und vor allem Stille. Ja, aber dann kann ich ja nicht reden. Oder ist dieses 1:1 schon möglich? Nein, das ist auch nicht möglich. Dann kann ich selber reden. Naja, es gibt hier noch ein kleines Easter Egg, da kannst du noch was hören. Das muss man natürlich finden. Okay. Da läuft ein ganz bestimmter Podcast, den ich für sehr wichtig halte. Es gibt eine Weltkarte, auf der man sehen kann, wo wir uns befinden. Ansonsten gibt es nichts. Und Casey hat es auch jetzt gerade gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Okay.
Ich muss mal hier aus der Freakshow wieder rausgehen. Ja, es ist wie auch beim RC3, die interessanten Sachen sind immer da, wo ich gerade nicht bin. Ach ja. Naja, ich glaube sogar tatsächlich, dass der ursprüngliche Gedanke hinter diesem Work-Adventure, nämlich Büros in irgendeiner Art und Weise spielerisch abzubilden und da sich gemeinsam zu treffen, das ist eine geile Idee. Ich hätte das tatsächlich auch gerne für mein berufliches Umfeld machen, aber ich befürchte, das wird nicht so richtig gut ankommen. Aber dieses spielerische Beisammensein und auch mal sich zurückziehen können, genauso wie man das im normalen Leben im Büro machen kann und sagen kann, so, ich gehe jetzt mal, eine Runde kacken. Wenn man eigentlich nur seine Ruhe haben will. Ja. Das kann man hier auch machen. Das kann man in solchen Karten, in solchen Dingern auch tun. Man muss nicht permanent verfügbar sein. Man kann aber demonstrieren, prinzipiell bin ich da, quatsch mich einfach an. Aber wenn ich in diesem Raum bin, will ich meine Ruhe haben. Oh, man kommt auch noch in das alte Sendezentrum vom RC3. Aha, hast du gefunden? Jetzt komm mal zurück, mein lieber Freund. Ja, genau. Ich lasse das Simon irgendwo auf deinem. Ich lasse es doch auch irgendwo, dass es da kein. Ja, du wirst jetzt über den Browser zurückgehen müssen, also über den Back-Button und dann mal einen Reload machen müssen. Okay, ich gehe mit der richtigen Maus erwischen hier. Das schadet nie. So, ein Back und ein Reload. Okay. Dann fange ich wieder vorne an, ne? Oder? Press to start. Enter. Ja, der Rückweg muss noch gebaut werden. Okay, bin ich wieder in diesem. Was ist denn dieses Erste, wo wir so reinkommen? Also, was nicht Galerie, nicht Library und nicht Clubhouse ist? Was ist die Lobby. Ach so. Das ist die Lobby. Passiert da auch irgendwas? Oder? Ja, na, selbstverständlich. Also, vorne gibt es mit dem Logo. Silenzium. Vorne mit dem Logo, da gibt es eine große Infotafel mit dem Logo meines wunderbaren kleinen Podcast-Verzeichnisses. Da gibt es so ein kleines Hallo und pass mal auf, das passiert hier und so wäre es schön, wenn du dich benimmst. Also ne, dieses klassische. Ach so, aha. Code was findest du hier und please be excellent. Mhm. Dann gibt es einen zweiten Tisch mit zwei offenen Büchern. Das ist das Gästebuch. Da tragen sich. Ups. Ach so, das ist das, was du 1995 programmiert hast. Genau. Geretteter Code, ja. Okay. Okay, das ist ein Gästebuch. So, und für den Fall, dass man ganz zwanglos. Da sehen zwei gleich aus, das könnten Zwillinge sein. Dudelut. Ja. Bitte was? Hier sind noch zwei große Sitzgruppen, da ist auch noch ein Jitsi dabei. Für den Fall, dass man einfach mal, keine Ahnung, irgendwie. Für ein Portugal zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Mhm. Und das war es jetzt auch schon. Also mir geht's eigentlich nicht. Ja, ist doch schön, also dass es auch mal so eine große Fläche gibt, wo man sich einfach. Ja. Es gibt schon noch ein bisschen mehr, aber das. es gibt mehr, aber das müsst ihr dann auch im Zweifelsfall erstmal entdecken. Ja, rechts und links gibt es ja noch so Gärten. Ja. Diese Softwareversion, diese Version der Software, die ich dann gerade nutze, unterstützt leider keine Animation und das finde ich sehr anstrengend. Was willst du denn noch animieren? Ach so, du naja, Feuer die Lagerfeuer. Wo? Ach so, ja, verstehe. Erinnert naja, euch. Ja gut, das hatten wir ja im Sendezentrum, das hatte der Sascha ja gebaut, so ein Lagerfeuer. Genau, und das habe ich ja freundlicherweise geklaut. die Animation habe ich ein bisschen kleiner gemacht, damit die hier drin so auf kleiner Flamme, genau, danke, auf kleiner Flamme brennen kann. Okay. Nur leider die aktuell nutzbare Version, die ich hier zum Laufen gebracht habe, die unterstützt keine Animation. Das kommt aber demnächst. Also da bin ich ganz entspannt. Das kommt. Tja. Da passiert gerade ein Liebesnest. Oh, dann da Wetter jetzt. Da halte ich mich raus. Es gibt ein Projekt, diese Welten wieder ein bisschen zusammenzufassen. Also es gab ja sehr viele Welten auf dem RC3, die nicht RC3-Kern waren. Ja, wie heißen die jetzt? Ja, Sendezentrum ist ja so ein Ding gewesen. Ja,
Ja, wie heißt das denn in die Assemblies? So, die Assemblies, genau. Meine Güte. Das so, und davon gibt es ja einige, die noch laufen, die noch da sind. Ja. Und dann gibt es das Projekt Chaos World. Das hat eine kleine Europakarte und auf dieser Europakarte sind dann die Chaos Worlds oder die Assemblies oder Projekte versammelt mit ihren Aus- und Eingängen. Da bin ich Teil davon und da gibt es halt auch noch ein paar andere, die noch da sind. Also da gibt es durchaus noch vieles anderes zu entdecken und aus der Lobby heraus kommt man in die Chaos World rein. Entschuldigung. Und da könnt ihr auch noch mehr finden. Das ist okay. Was. Das ist... Ich finde, jeder sollte sowas machen. Aber gut. Jeder sollte sowas haben. Ja, super. Aber jetzt vielleicht nochmal zu der hinterliegenden Technik. Wo wenn ich da jetzt drauf gehe, wo, auf welchem Server bin ich denn dann jetzt eigentlich? Auf deinem privaten oder ist das irgendwie, weil zwischendurch wurde ja auch mal irgendwas an den Hersteller oder auf die Herstellerseiten da, wie hieß das Projekt noch? TCP, TCM? TCM. The Coding Machine oder so ähnlich. Coding Machine. Ja. Also, da wurde das irgendwie wieder hin zurückgegeben. Das habe ich nie ganz verstanden. Wo liegt das jetzt alles hier? Das kann ich hier tatsächlich gar nicht beantworten. Das Problem ist, in der Wolke. Nee, überhaupt nicht. Das Problem an der Stelle hier ist es zweigeteilt. Du hast zum einen den Server, der das Spiel generiert auf deinem Browser. Und dann hast du einen Server, wo die Maps liegen, also die Daten dazu, wie dieses Spiel auszusehen hat. Mhm. Das liegt idealerweise auf demselben Server und dann hast du Ruhe. Es ist aber auch völlig möglich, dass du als interessierter Mensch eine Karte generierst mit Hilfe einer speziellen Software, die irgendwo hinlädst auf irgendeinen, entschuldigt bitte, per Netz erreichbaren oder per Web erreichbaren Punkt. Ich wollte jetzt schon fast Webspace sagen, deshalb das Entschuldigung am Anfang. Ist das denn falsch? Webspace oder ist das? Nur dann. Das ist nur dann richtig, wenn Menschen, die in Apache konfigurieren, Webmaster genannt werden. So, das heißt, mit der entsprechenden, mit dem Wissen, wo diese Map zu liegen hat, wo diese Map liegt, kannst du nahezu jeden beliebigen Server, der das auch verarbeiten kann, füttern. Das heißt, du kannst also durchaus hingehen und sagen, Work Adventure bzw. TCM hat einen eigenen Server, hier ist die Map, mach mir das Spiel auf. Das ist nur ein URL. Oder aber die freundlichen Menschen beim Binary Kitchen, das ist eine Assembly, haben eine eigene Instanz laufen, nennen wir sie mal so, also diesen Server, der das verarbeitet hat, eine Instanz laufen. Da war ich die erste Woche Gast, weil ich den Server nicht selber hinbekommen habe. Und dann habe ich die gefragt, hört mal, ich kriege das gerade noch nicht selber hin. Ist das okay, wenn ich mein Fertiverse bei euch laufen lasse? Also bei euch laufen lassen bedeutet tatsächlich nicht, dass ich denen die Map gebe, sondern dass ich schlicht und ergreifend einen URL generiere, der heißt dann playva.binary-kitchen.de/ und dann kommt irgendwo meine Map-Adresse, die irgendwo bei mir liegt, also auf für.de. So, und wenn ich jetzt hingehe und diese URL ganz am Anfang, also die Instanz-URL austausche gegen eine irgendwie anders geartete, läuft das auf einem anderen Server. So, jetzt habe ich aber tatsächlich, und das ist das Ziel der ganzen Geschichte, meinen eigenen Server, weil ich will A, niemandem auf den Keks gehen, B, will ich das auf meiner Kiste haben und C, gibt es da auch tatsächlich technische Gründe, weshalb ich das haben möchte, denn jetzt mit meinem eigenen Server wird es möglich sein, dass dieses Spiel dich, wenn du einen Account bei FIT hast, identifiziert, und dann wird es spaßig. Und ja, letztendlich will ich das dann alles bei mir haben und das wird auch alles bei mir laufen. Das ist mein Server, meine Instanz, meine Maps, meine Datenschutzgrundverordnung. Ja, genau. Das wäre jetzt auch Beifrage gewesen. Nein. Keine Logfiles. Gibt's nicht, wie immer. Auf fit.de gibt es Logfiles, aber da stehen keine IPs drin. Die habe ich jetzt vor ein paar Tagen mal für kurz angeschaltet, um zu schauen, wie das ganze Thema angenommen wird. Die werden aber inzwischen wieder mit 0.0.0.0 gelockt und auch die alten Logfiles werden nach 3 Tagen, die Zugriffslogfiles werden nach 1 Tag gelöscht und die Error-Logfiles nach 3 Tagen, nach wie vor.
Nee, DSGVO wird hier gelebt. Ja, ich habe also keine Daten für euch. Unnötige Daten braucht man ja auch nicht. Wofür auch? Richtig, also, die machen mir das Leben nämlich nur schwer und die muss ich verwalten und am Ende muss ich mich drum kümmern und da habe ich keine Zeit. Genau, rechtfertigen, ob die erforderlich sind. Genau, wenn sie erforderlich sind, dann kannst du ja sagen, okay, ja, berechtigt das Eigeninteresse. Aber wenn die nicht erforderlich sind und einfach nur so Daten, ja, nice to have, taucht ja nicht. So. Klar, wenn was kaputt geht und du willst es nachvollziehen, macht das schon Sinn, dass du irgendwo mal in den Logfile reingucken kannst. Das macht ja sogar für mich als Nicht-EDVler macht das ergibt deshalb, Sinn. So. Genau. Deshalb sind die Error-Logfiles, also die Logfiles, wo was schiefgelaufen sind, die lasse ich 3 Tage da. Okay. Damit ich im Zweifelsfall ein bisschen mehr Rückgriff drauf habe. Aber ja, also um den Bogen zu spannen, ganz zum Anfang hier mit dem Thema Datenschutzgrundverordnung. Auf fit.de kannst du jederzeit eine Anfrage stellen. Was wisst ihr über mich? Fragen darfst du, Antworten brauchst du nicht zu erwarten. Doch, die kommt. Entschuldigung. Ja, ich also weiß. Das war jetzt ein böser Witz. Wenn du einen Account hast, gibt es einen Button. Hier, mach mir mal ein Archiv. Pack mir mal ein Archiv zusammen. Was weißt du über mich und was habe ich alles hier schon an Daten generiert? Wird alles innerhalb von, ich weiß nicht genau, einer Stunde. Einer halben Stunde, ich müsste nachgucken, generiert und dann deine Download-Link an deine Adresse, an deine E-Mail-Adresse gesendet. Und wenn du willst, kannst du dich auch rückstandslos entfernen lassen. Das ist überhaupt kein Thema. Das war mir echt wichtig, weil ich habe keine Lust, Ärger zu kriegen mit dem Mist. Ja, das ist ich kann mir keine Anwälte leisten, überhaupt nicht. Null. Ich glaube, wenn hier das erste Mal irgendjemand eine Anwaltkostennote aufschlägt, dann bin ich nackig, dann gehe ich nach Hause und mache den Laden dicht. Das kann natürlich passieren. Nee. Nee, muss ja auch nicht. Also ich, dass du jetzt zum Beispiel diese Selbstauskunft automatisiert hast, das ist ja wirklich vorbildlich. Also wäre schön, wenn das viele hätten, was ja technisch eigentlich möglich sein müsste. Also wäre ja ein Wunder, wenn das ja, selbstverständlich so mega kompliziert wäre. Aber nee, viele tun sich da echt, brechen sich da wirklich scheinbar einen ab. Also das ist nicht nachvollziehbar, für mich nicht. Weil das eben, holst du damit einen dicken, eine dicke Bedrohung, eben diesen Auskunftsanspruch, da holst du dir damit vom Bein. Naja, den muss ich natürlich auch ohne Login genügen. Vom Hals, also, vom Hals, genau. Nicht vom Bein. Was denn? Entschuldigung, nochmal. Doch, auch vom Bein. Ich war gerade in der Anatomie verloren gegangen, ja. Vom Rücken. In unserem Alter Rücken. Ja, auch. Ich muss natürlich auch eine DSGVO-Auskunft geben, ohne dass jemand angemeldet und irgendeinen Link klicken kann. Also das muss natürlich trotzdem möglich sein. Und tatsächlich passiert das. Also es gibt wirklich Menschen, die schreiben mir und sagen hier, ich habe hier einen Account, kannst du den bitte mal löschen? Dann sage ich ja natürlich erstmal, pass mal auf, log dich mal gerade ein und dann klick auf den großen roten Button. Wenn du magst, lad dir vorher deine Daten runter. Dauert nur eine halbe Stunde. Aber wenn jemand sagt, hier ist mein Account, der kann mir das irgendwie halbwegs sinnvoll nachweisen, dass das ist natürlich immer so ein bisschen Gefahr. Ne? Also, das ist mal das Problem, genau. Schickt das der Martin Rützler mir eine Mail und sagt hier, schönen guten Tag, mein Name ist Lars und bitte lösch mal hier den Account. Da stehe ich natürlich auch in der Grütze. Aber es passiert tatsächlich und bis jetzt ist nichts passiert. Gott, das macht er ständig so. Echt? Ja, der ist schlimm, der Martin, ja. Ja. Ich bestelle immer Pizza mit Larsens Adresse und wundere mich, dass hier nichts ankommt. Das ist ganz doof. Also ich gehe immer hungrig zu Bett, ganz schlecht. Wenn es zumindest etwas wäre, was ich mag. Bei dir stapeln sich die Kartons. Stopp, du magst keine Pizza? Ist Käse drauf, ich mag keinen Käse. Ich auch. Hier lernst du fürs Leben. Was? Also wirklich. Dinge gibt's. Jemand, der keine Pizza mag. Ich meine, hätte jetzt gesagt, keine Pizza Hawaii, dann könnte ich ja noch sagen, okay. Ja, ich muss dann mal, ne? Ja, war schön. Danke, Jungs. Apropos Martin, Jungs. Ab jetzt die Pizzen alle zu Christian. Zu Christian, okay, danke. Benutze ich seine Adresse. Kinder freuen sich auch. Ist doch immer gut, wenn jemand keine Pizza isst, dann bleibt einfach mehr für uns übrig. Ist doch gut.
Also ich lade Lars gerne ein. Ich sehe hier keine Pizza. Das ist das Schlimme. So. Jetzt also. Müsst ihr mal ein bisschen reden. Was ist denn die Zukunft? Also du hast das jetzt gebaut, bietest das quasi der Community an zum Spielen, zum Benutzen, ja. zum Ausprobieren, zum Spaß haben. Oder eben auch für virtuelle Podcasterinnen-Treffen zum Beispiel. Mhm. Oder Podruhrs oder Meetings, Meetups, was immer so an Kollaboration oder an Treffen in der Kohlenstoffwelt nicht möglich ist, im Moment könnte man da abbilden. So. Oder bist du ganz so, und jetzt willst du wissen, was die Zukunft davon ist? Das liegt doch in eurer Hand, nicht in meiner. Da ist jetzt, ja, da ist ja jetzt sagen, das Werkzeug. Ich zeige euch jetzt, wie schön das ist. Und in einem da ist das Jahr Paradies. Kommt dann eine Paywall davor. Und dann, nein, wenn er da rein will, muss zahlen oder so. Kann doch sein. Ist das technisch möglich? Ist es technisch möglich? Ich dürfte es nicht. Die Lizenz dieser Software schließt das ganz eindeutig aus. Ach so. Und zwar wortwörtlich. TCM, das ist Open Source auf der einen Seite, aber da, die Lizenz dahinter verbietet das ganz explizit. Die nehmen sich das Recht raus. Das möchte ich zwar noch bezweifeln, dass das vor deutschen Gerichten standhielte, aber das ist ja nicht die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten. Also erstens mal will ich kein Geld damit machen, denn das würde bedeuten, dass ich einen Steuerberater brauche. Zweitens, ja. Ist immer schlecht. Zweitens, oder eine sinnvolle Büroorganisation wenigstens. Auch schlecht. Und zweitens, wie gesagt, TCM sagt, ey Leute, lass das. Wir möchten damit durchaus Geld verdienen, weil die bieten halt auch Server an. Also wenn du möchtest, kannst du bei denen für dein Büro oder für deine Massenveranstaltung bis problemlos über 1000 Leute kannst du bei den Server mieten mit bestimmten Karten und dann verdienen die tatsächlich Geld dran und die Preise sind ganz schön gesalzen, alter Falter. Aber gut. Angebot und Nachfrage, ja. Ich dürfte das eigentlich erstmal nicht. So, insofern nein. Da wird es keine Paywall geben. Es kann natürlich passieren, dass ich übermorgen völlig verarme oder gegen einen Baum fahre. Dann könnte es natürlich in naher Zukunft passieren, dass das nicht mehr da ist. Aber da wollen wir alle mal nicht von ausgehen. Ja, gut, okay. Wie sagte Sebastian das? Bussicher? Bussicher wäre schön, aber gut, ist halt bei so Ein-Personen-Projekten, dann geht es ja, halt nicht gern. Anders. Ne? Klar. Ja, ansonsten, die Zukunft, aber, die bestimmt aber, ihr. Für Hobbynutzung und da sagt TCM, nehmt es, macht damit ja. was Schönes ja, ja. und wir wollen damit nichts zu tun haben. Okay. Genau. Ah. Also die wollen nur mit der Dienstleistung quasi ihr Geld verdienen, nicht mit der Software selber. Naja. Und letztendlich ist das natürlich ein kluger Schachzug, weil wenn du den Leuten generell verbietest, das zu nutzen, gehen sie nicht zu dir und bezahlen dafür, das macht keiner. Jeder weiß, dass wenn du sowas, ich mache jetzt mal Anführungsstriche drumherum, Open Source machst, denn da werden mit Sicherheit viele Puristen und Puristinnen sagen, nee, das ist kein Open Source, wenn ich damit nicht tun kann, was ich will, wirklich im Detail machen kann, was ich will. Aber es, genau das war ja der Punkt, der letztendlich dazu geführt hat, dass das RC3 damit abgehalten werden konnte. Und dadurch haben die mit Sicherheit tausende und abertausende von Menschen bekommen, die erstmal diese Software kennen und sagen, ey, das könnte ich mir fürs Büro vorstellen. Ja, genau. Und dann hast du plötzlich zahlende Kundschaft, die das dann quasi kommerziell auch also als Firmentool dann auch entsprechend, die haben ja dann auch weniger Probleme, diese etwas erhöhten Gebühren zu bezahlen, was du als Privatmann, Privatperson. $3 pro Monat pro Mensch. Also wenn du ein Büro hast von 50, dann hast du dann schon schnell mal 200, 150 bis $200. Aber klar, ist für eine Firma, und $200, €200, scheiß drauf. Für mich als Privatmensch, wo ich sage, ja, ich würde hier gerne einen Podcast HörerInnen-Treffen abhalten mit 50 Leuten, wäre das schlicht nicht bezahlbar. Ne? Da müsste ich irgendwie 150 Euro in die Hand nehmen und sagen, nee, ganz ehrlich, das möchte ich nicht. Aber dafür mache ich das, ja. Andi im Chat erwähnt gerade nochmal, dass es ja auch auf dem RC3 ein Gespräch zwischen Simon und Claudia gegeben hat mit dem Hauptentwickler von Work Adventure.
Ich habe das tatsächlich gesehen, auch ich konnte mich jetzt daran, an die Details nicht mehr erinnern, oder ich habe das, das okay. wurde in Englisch gehalten, vielleicht auch nicht alles verstanden, aber das kann man auch nochmal danach nachgucken, wenn also jetzt, sagen wir mal, hier hört jemand zu, der sagt, oh, interessant, das möchte ich mir aber nochmal ganz genau angucken, vor allen Dingen auch Lizenzmodelle und so, und vielleicht kann ich das ja für meine Firma benutzen, der könnte vielleicht da auch nochmal in dieses Angebot reingucken. Wird wahrscheinlich unter Media, ccc.de und dann unter dem Suchfeld RC3 und vielleicht TCM irgendwie zu finden sein, denke ich. Ansonsten gucke ich mal, ob ich das vielleicht für die Shownotes noch rauspoole irgendwo. Und das hätte ich mir auch gerne anhören, ja. Das war ganz, also ich bewundere ja Claudia und Simon immer, wie das ist, so fluid die englische Sprache rutschen können und dann einfach so schlaue Fragen stellen. Also das würde ich auch noch gerne können, aber das werde ich nicht mehr lernen, glaube ich. Ich finde es okay, auch in meiner Suchmaschine nicht. Das finde ich ein bisschen anstrengend. Was? Ach, guck mal, Learn OS on Air Special Chat with Work Adventure. Der Lars hat es schon gefunden. Das ist media.ccc.de. Nein, Sascha. Ach, Sascha. Na, diesmal war es der Sascha, siehste. Der Sascha ist es immer. Der ist immer. Nee, manchmal ist es auch der Lars. Aber es ist ein kleiner Wettkampf zwischen den beiden. Und, es ist noch offen, wer der Gewinner ist. Ich sehe da keinen Wettkampf. Nein. Nein, ist befruchtet, aber das ist jetzt, ja doch, im Gartenbild darf man das sagen vielleicht. Was würdest du dir denn jetzt von der Community wünschen? Also du hast hier was vorgestellt. Sollen wir dir jetzt die Tür einrennen? Sollen wir deine Sachen austesten, bis dein Server glüht? Oder was wäre dein Wunsch? Die Erfahrung lehrt, dass das nicht vorhersagbar ist. Oder dass das Großartige an solchen Geschichten ist, dass das nicht vorhersagbar ist. Kein Mensch wäre wahrscheinlich auf die Idee gekommen, vor einem Jahr, als die angefangen haben damit, das zu programmieren, dass irgendwer dahergeht und eine komplette Podcast-Suchmaschine darauf abbildet. Und das sind ja diese Momente, wo man denkt, ah, geil, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Hm. Und ich glaube, von diesen Momenten wird es noch ein paar mehr geben. Also, okay, das mit dem Podcast-HörerInnen-Treffen, das habe ich tatsächlich so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Klar, RC3 war noch im Kopf und die Pandemie ist immer noch da. Wir müssen uns immer noch irgendwie treffen, ohne uns gegenseitig anpusten zu können. Da liegt das auf der Hand. Aber da sind mit Sicherheit noch Dinge dabei, an die kein Mensch auf dieser Welt denkt. Ja, ich denke jetzt nur gerade hier Logbuch Netzpolitik, ja. Da, die haben ja auch so eine Nachbesprechung auf Clubhouse gemacht. natürlich, wäre möglich. Wo es natürlich durchaus ja auch, sagen wir mal, negative Wahrnehmung gegeben hat, nach dem Motto, ihr geht jetzt in so eine Elite-Schuppen, ihr wollt ja die Hälfte der Menschheit aussperren oder so, also mal böse gesagt, ne? Natürlich wollen sie das nicht, aber andererseits kann ich auch den Tim Pritlove verstehen, der sagt, neue Technik muss ich ausprobieren, also neue Anwendungsszenarien muss ich ausprobieren, muss ich einfach mal ein Gefühl für entwickeln, wie ist denn das so, und das geht nur, indem ich mich reinbewege, also kann ich total nachvollziehen, aber dass so eben Leute sagen, ich habe hier ein Android, ich komme überhaupt nicht rein, ist natürlich auch doof, ne? Ist klar. Und völlig. Da könnte man ja zum Beispiel sowas, wenn man jetzt eine Show gemacht hat und hat, was weiß ich, kontrovers irgendwas diskutiert und es gibt ganz viele Rückmeldungen aus dem Auditorium, dass man sagt, komm, dann wir ziehen uns jetzt hier in das Clubhouse zurück oder so und dann machen, oder wie auch immer, in irgendeinen Bereich, den du vielleicht auch noch dafür speziell hergerichtet hast, wo quasi jeder mit jedem reden kann oder so, dann wäre das auch eine Möglichkeit zum Beispiel. Ich würde gerne sehen, dass das mal ausprobiert wird, ja. Ich werde das Thema Clubhouse, also das mit der iOS-App, das Thema werde ich jetzt nicht weiter aufmachen. Das schön ist natürlich, es ist einfach zu moderieren. Es ist
echt einfach zu moderieren. Und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie das auf Jitsi ist. Aber man muss das halt mal ausprobieren, man muss sich das mal angucken. Und gegebenenfalls hängt das auch ein bisschen von der Größe der Community ab. Natürlich, wenn der Tim einlädt, dann kommen nicht 20 Leute, kommen nicht 10 Leute, dann kommen halt 100, da kommen 200. Ich war auch schon dabei und ich kann den Sinn dahinter durchaus erkennen. Ich habe mir das zwar jetzt vom Logbuch Netzpolitik noch nicht angehört, aber die Treffen, die Nachtreffen oder die Nachbesprechungen mit Pavel Meyer, unsere kleine Welt, Corona Weekly, die habe ich mir schon ein, zwei Mal angehört, weil ich über ein iPhone verfüge. Das ist schon in Ordnung. Und verglichen mit dem, was ein Blog leisten kann an Kommentarspalten oder Mails oder sonst was oder von mir ist auch die Geschichte mit dem, ich rufe irgendwo an und hinterlasse einen Kommentar. Habt ihr das nicht auch ausprobiert? Ja, wir haben eine, die Sendegarten Dingensmaschine. Genau. Wie heißt denn die Maschine? Gibt's die noch? Erntemaschine, ja, mein Gott, ja, Erntemaschine. Kannst du anrufen, genau. Die funktioniert immer noch. Ich habe nämlich dummerweise letztens, eine Kollegin sagte, kann ich sie mal anrufen im Homeoffice? Habe ich ihr den Moment gegeben. Das war die Kollegin war ein bisschen verwirrt. Ich habe hier eine Rechnung über 3000 Euro für eine Erntemaschine. Herr Rützler, was ist das? Das Controlling hat angerufen, Herr Rützler. Ja, ja, ja. Ah, passen Sie auf, lassen Sie mich das folgendermaßen erklären. Das war mein Podcast. Ich sag es, genau. Naja, es ist ja ganz fluffig gemacht, so die bekannte Melodie, la la la, hier ist der Sendegarten, 2 Minuten nur für dich, bla, und dann kannst du dann loslegen. Und die Kollegin war ein bisschen irritiert, dass ich sie aufgefordert hatte, 2 Minuten irgendwas zu erzählen. Ja gut, das habe ich aber bei mir auf dem Anrufbeantworter, auf dem Telefon auch. Da fordere ich die Leute auf, mir drauf zu sprechen, was sie wollen, und sie sollen es möglichst interessant machen, sonst rufe ich sie nicht zurück. Okay. Also auf dem anderen Kanal gibt es sowas nicht, also so eine flotte Ansprache. Aber das mit der mit Anrufbeantworter, ich glaube, das probiert jede Podcasterin, jeder Podcaster oder jede zweite Podcast-Person irgendwann mal aus und merkt aber dann in kurzer Zeit, dass das also nach der ersten Euphorie total einschläft und dann ist da einfach nichts mehr. Richtig, ja gut, wenn man das natürlich nicht weiter bewirbt und ja, dann darf sich nicht wundern. Nein, das funktioniert nicht. Das so ein Clubhouse funktioniert. Es funktioniert schlicht und ergreifend. Und warum das funktioniert, keine Ahnung. Noch. Ich bin kein Soziologe, ich kann nicht in Menschen reingucken, ich habe keine Psychologie studiert und ich bin auch nicht gut darin, Verhalten von Menschen zu interpretieren, die sich in irgendwie in der Öffentlichkeit bewegen oder in einer Pseudo-Öffentlichkeit. Kann ich überhaupt nicht. Aber Clubhouse funktioniert im Moment. Und zwar nicht zu knapp. Und hörst du da gelegentlich rein? Also ich bin tatsächlich gar nicht in der Lage dazu, das zu tun. Nein. Also ich 99,999999999% dessen, was da läuft, ist völlig, komplett, total und überhaupt unnötig. Das ist genau derselbe Schmut, der mir auch bei Podcasting immer bewegt. Ich wollte gerade sagen, das habe ich, den Eindruck habe ich an der Stelle auch schon. Erfolgreicher sein im Leben mit, keine Ahnung, ach so, Eigenurintherapie, okay. Keine Ahnung. Nein, weiß nicht, aber es ist. Ja, das ist ja, Eigenurin ist ja ein alter Hut. Fremdurin, damit könntest du Punkte machen. Aber Martin, bitte. Also, ich mache jetzt mal Clubhouse auf und dann gucke ich. Entrepreneurship versus Employment versus Side Hustle. Ich kann das noch nicht mal lesen, weil es ist alles All Caps. Ja, und von der Sorte gibt es da natürlich unglaublich viel und es gibt aber Perlen. Und das Problem ist, es ist fast nicht kuratiert. Und an diesen Perlen läuft man dann vorbei und man kriegt ja immer nur Talks vorgeschlagen von Menschen, denen man folgt im Wesentlichen. Wie gesagt, ich höre da sehr selten rein, ganz wenig. Beim Tim höre ich hin und wieder rein und ganz, ganz selten, wenn ich irgendwas Interessantes finde. Ja, würde die App von heute auf morgen dicht machen, mir würde nichts fehlen. Gar nichts. Die Idee dahinter aber ist eine großartige und ich weiß nicht, warum die jetzt erst zündet, weil es ist halt, es ist Audio. Es ist eine Mischung zwischen Audio, es ist eine
plus Moderation, gelungene, halbwegs gelungene Moderation und einer unfassbar niedrigen Zugangsschwelle, es sei denn natürlich, man hat kein iPhone, aber mein Gott, das wird sich auch noch ändern. Na, du machst das Telefon an, hast ein Headset auf dem Kopf, das haben die meisten Menschen in irgendeiner Art und Weise zu Hause in mehr oder schlechter, mehr oder guter Qualität und dann bist du dabei und die drei Komponenten, glaube ich, die bringen es. Und wenn es Clubhouse nicht wird, wird es irgendwas anderes werden. Aber das kann nicht mehr weg. Es gab ja andere Versuche, so ähnliche Dinge zu tun. Das ist ja alles nicht neu. Das ist ja nicht so, als wenn nicht andere Menschen schon auf die Idee gekommen wären, Audio in sozialen Netzwerken zu transportieren. Ja, Anchor FM. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. War ja mal ein Audioblogging-Dienst. Die haben ja nicht damit angefangen, wir machen einen Podcast, eine Podcast-Plattform und lassen uns für Milliarden Dollar von Spotify kaufen, sondern die fingen an als Audio-Blogging-Plattform. Habe ich auch mal versucht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Lassen wir es beiseite. Nein, das lassen wir jetzt beiseite. In der Tat erinnere ich mich nicht, aber das heißt jetzt auch nichts. Wenn du mir ein Stichwort reinwirfst, habe ich vielleicht die Erinnerung wieder, wer weiß, keine Ahnung. Nee, komm, lassen wir es, das führt zu weit. Lassen wir das, genau, okay. Schweigen wir, halten wir den Mantel des Schweigens darüber, genau. Wir den Mantel des Schweigens darüber. Also Audio und soziale Netzwerke ist ja wirklich nichts Neues, das haben wir alle schon gehabt. Aber das ist jetzt hier halt eine Nummer, da können sich viele Menschen, die mit sozialen Netzwerken interagieren, wie wir es nicht tun, nämlich untereinander, sondern als Publishing-Plattform, ja. Solche betrachten. Ne? Twitter ist ja für viele Menschen ein Nachrichtendienst und kein Social Media. Ich quatsch miteinander, sondern hier ist meine Information, frisst sie. Clubhouse funktioniert so ähnlich und ich glaube, deshalb funktioniert das gut. Das wird aber... Nee, ich will da keine Vorhersagen treffen. Die kann ich nicht. Muss ja auch nicht. Ist ja auch das Angebot von anderen Leuten. Lassen wir das mal da. Du hast ja dein eigenes Angebot. Aber ich möchte gerne mal den Sebastian fragen. Du bist ja auch Entwickler, Audiomensch und so weiter. Wenn du da so drauf guckst, was siehst denn du da? Wie gefällt dir das? Musst du nochmal konkret fragen, jetzt das von Christian oder Clubhouse? Ja, das von Christian. Okay. Nee, Clubhouse nicht. Also hier, das Clubhouse oder Clubhouse? Clubhouse. Clubhouse oder Clubhouse? Also das Clubstuhlhaus. Klar, also ich meine, ich finde das ja spannend, was da passiert und wir hatten uns ja auch zum Podstock Gedanken gemacht, wie man so eine Lagerfeueratmosphäre darstellen kann und da ist natürlich sowas wie Work Adventure natürlich schon wesentlich griffiger, weil man da halt wirklich durch die Gegend laufen kann und auch diese zufälligen Kontakte vielleicht dort ein bisschen besser hinbekommt, als wenn man jetzt auf so einer statischen oder quasi statischen Webseite ist und nur in einem Chat sich quasi austauschen kann oder in einem Big Blue Button und wo es dann halt dann nicht diese Möglichkeit gibt zu sehen, wer ist denn eigentlich noch da, steht da jemand rum oder kann ich den vielleicht gerade mal ansprechen. Das sehe ich eigentlich recht spannend und wir überlegen auch fürs Podstock halt, was kann man da vielleicht adaptieren, macht sowas Sinn und da müssen wir halt schauen, was die Zeit jetzt so ergibt, also je nachdem, wie sich jetzt auch das mit der Pandemie weiterentwickelt und spannend wird es auch sein, wie das Ganze dann nach einer Pandemie oder so weiter dann geht, ob das dann noch immer Zugriffsorte sind oder ob man sich denn doch lieber wahrscheinlich auch so, also ob man das in eine Hybrid-Variante überführen kann, ne? Das ist, glaube ich, die Frage. Aber ich wäre da erstmal auch sehr positiv zu eingestellt, dass es wahrscheinlich klappen könnte. Ich meine, Homeoffice ist ja auch nichts Neues, ne? Das gibt es ja auch schon länger, zwar nicht so verbreitet wahrscheinlich, wie es jetzt pandemiebedingt war, aber insofern, und da haben sich ja, da kommt das ja auch her, dass sich dann Mitarbeiterinnen vielleicht auch ein bisschen ausgegrenzt fühlen, wenn sie dann von zu Hause arbeiten und nicht an der Kaffeemaschine mal mitstehen können und wenn sowas dann etabliert ist, dann
fällt es vielleicht leichter. Ich meine, es gibt ja Unternehmen, die sagen prinzipiell, wir machen nur Remote, weil dann gibt es diese Problematik, dass sich jemand ausgegrenzt fühlt, gar nicht. Ne? Das ist auch ein spannender Aspekt, wo das möglich ist natürlich. Ist natürlich nicht überall möglich. Ja, das zufällige Treffen irgendwie an der Kaffeemaschine oder auf dem Flur oder wie auch immer. Oder einfach nur zu sehen, Kollege A, Kollege B geht heute schneller als gestern oder langsamer. Der hatte, keine Ahnung, der hat die Feier nicht so gut verkraftet. man nimmt ja so im Vorbeigehen unzählige Informationen unbewusst wahr. Also das kriegst du ja auf dem Bildschirm gar nicht übertragen. Also und wenn es nur der, ja, wie gesagt, der Gang ist, ne, also die Bewegung, die Art, wie die Person sich bewegt, das kriegst du ja auf dem Bildschirm einfach gar nicht so mit. Das geht gar nicht. Wir hatten gestern eine virtuelle Vorstellungsrunde von der Arbeit aus. Da sind halt über das Jahr dann doch etliche neue Personen dazu gestoßen und die haben sich gestern dann alle so in einer Minute vorstellen dürfen. Das war so ein bisschen wie bei der Subscribe. Jeder hat irgendwie eine Minute und Ralf hat diesen Counter mit dem schrecklichen Geräusch, was dann losgeht. Wo man auch gedacht, also wo ich am Anfang gedacht habe, mein Gott, 100 Leute stellen sich jetzt vor, wie soll das denn werden? Aber es war erstaunlich kurzweilig. Und tatsächlich haben wir dann 2,5 Stunden vor dieser Glotze gesessen, aber es war nicht langweilig. Also ich habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie gelangweilt. Es ging auch erstaunlich geschmeidig. Also dieses Umschalten vom einen zum nächsten und dass die Personen dann auch ihr Mikrofon freigeschaltet hatten. Klar, bei dem einen oder der anderen hat es dann mal nicht funktioniert, aber das waren wirklich die Ausnahmen. Aber trotzdem, in real ist nochmal anders. Da siehst du, die Leute sind unterschiedlich groß. So sahen sie jetzt alle mehr oder weniger gleich aus. Sie haben halt eine andere Art, sich zu bewegen und nur allein vielleicht das Mikrofon zu halten. Ne? Die einen, die gehen da souverän mit um, die anderen nicht so. Das sind einfach schon Eindrücke, die kannst du nicht wirklich so über den Bildschirm abbilden. Aber es war trotzdem erstaunlich, erstaunlich gut. Also hat mich selber gewundert. Ja, also du könntest dir vorstellen, sowas für Podstock möglicherweise auch einzusetzen. Ja, also wenn wir nochmal darauf zugreifen müssen auf eine Remote-Veranstaltung, ist das auf jeden Fall mit als Option im Raum, ja. Ja. Und so unsere Serverlast oder so, das was Christian sagte, kannst du nachvollziehen. Also dass das jetzt nicht so wahnsinnig fordernd sein könnte. Das meiste davon passiert halt tatsächlich im Browser. Das heißt, der Rechner sollte jetzt nicht unbedingt 20 Jahre alt sein. Ich habe tatsächlich ein paar Tests gemacht. Ich habe hier Rechner stehen, die sind so 10, 12 Jahre sagen, alt. Du sammelst doch alte Rechner, genau. Ja. Hast du. Also ich sag's mal so, wenn der nicht älter als 6, 7 Jahre alt ist, sollte das halbwegs vernünftig funktionieren. Ich habe hier ein MacBook Pro vor mir, das ist 8 Jahre alt, das macht das spielend, aber das war ein großartiges Gerät. Ich habe hier einen iMac stehen, der ist 2009 gebaut, der kriegt da schon so langsam Probleme mit. Aber das ist ein Core-to-Duo und das ist wirklich alte Technologie. Nee, ein Raspberry Pi, ein aktueller mit genug Zunder drunter, das geht dann schon wieder. Also ja, kann jeder Mensch machen, im Wesentlichen. Ich habe gesehen, beim Raspberry Pi werden ja auch Spiele mitgeliefert. Und es gibt ein Tetris-Spiel, wo jedes Element ein Quadrat ist. Das finde ich großartig. Das konnte ich sogar spielen. Das hat sich auch wieder jemand so richtig schön ausgedacht. Herrlich. Großartig, großartig. Ja, das einzige Thema, was mir dazu jetzt gerade auch noch mal wieder einfällt, ist natürlich dieses Thema Barrierefreiheit. Das ist natürlich, glaube ich, da schwierig. Also da müsste man irgendeine Fallback-Möglichkeit haben, dass man zumindest die Links oder die interessanten Inhalte noch mal darstellt, dass man in die Räume vielleicht irgendwie reinkommt, in sowas. Ne? Das zumindest in die Community-Flächen. Meine Güte. In die Flächen, wo man die Jitsis hat. Das wäre machbar. Also die kann man per Link erreichen.
Ja, das ist ein Problem, du hast völlig recht und das hatte ich auch schon mal so im Hinterkopf, aber da fehlt mir tatsächlich die Fantasie, da müsste man mal nochmal, danke, da muss man echt nochmal ein Auge drauf werfen, ja, hast völlig recht. Das könnte man sprachgesteuert machen. Das könnte man sprachgesteuert machen. Genau. Nicht Alexa, sondern Christian. Spiele. Oh, lasst mich das kurz aufs Whiteboard schreiben. Du hast recht. Christian, spiele Chaos Radio. Ja, wobei da die Open Source Geschichte. Das meine ich nicht. Also ich weiß nicht, wenn da jemand nochmal eine Empfehlung hat für eine Spracherkennung, die mittlerweile ziemlich gut funktioniert, das ist, also Open Source technisch, das ist leider immer noch recht schwierig. Das meinte ich gar nicht. Das meinte ich gar nicht. Du bewegst dich ja auf dieser Karte und diese Karte kann, je nachdem, wo du dich befindest, Audio abspielen. Okay. Muss man gucken, was man daraus hacken kann. Aber wenn du jetzt sagst. Ach so eine Art Voice-Over, ja? Dann. Also je nachdem, wo du. Dann sagt es dir einfach, wo du bist. Oder so ungefähr. Muss ich drüber nachdenken. Könnte man da so ein Raster drüber legen, so mit Koordinaten? Dass man quasi an so einen Knotenpunkt kommt, dann sagt er, du bist jetzt hier auf A28 und dann gehst du nach rechts und bist auf A29. Nach oben. Du stehst vor einer Wand. Aber da müsste man vielleicht Menschen fragen, die das tatsächlich auch benutzen. Du stehst vor einer Wand. Genau. Was machst du jetzt? Nutze Hammer mit Wand. Okay, wir Flashback in die 80er. Das wäre natürlich auch noch was, ne? Um eine Abkürzung zu bekommen. Ja. Grabetunnel. Also ich habe gerade erlebt, dass einzelne Avatare in dem Augenblick, wo die verschwanden auf dem Bildschirm und tauchten an einer anderen Stelle wieder auf. Die scheinen doch auch so Wurmlöcher zu benutzen irgendwie. Die scheinen doch da drin zu sein. Die gibt es zwar nicht, aber wusstest du nur noch nicht. Ja, tatsächlich gibt es bestimmt Dinge, die ich von dieser Karte noch nicht weiß. Ja. Mit Sicherheit, das ist ja das Großartige daran. Aber ist ja leer geworden hier, ha? Aber das wäre ja auch nicht schlecht, ne? Du stehst vor einer Arbeitsplatte, vor dir ist Mehl. Ja. Nehme Eier, ein bisschen Zucker. Wer weiß, was da alles möglich ist. Tatsächlich, das Thema Barrierefreiheit ist eins, das hatte ich schon im Hinterkopf. Hab das aber in der ganzen Faszination erstmal wieder nach hinten geschoben, weil dafür muss ich ja erstmal lernen, auch wie das alles da funktioniert. Verständlich. Oh, aber ja, das könnte was draus werden. Ich muss das aufs Whiteboard schreiben jetzt hier. So. Gemacht. Okay. Ja, dann sagen wir noch mal ganz kurz, wie ist jetzt die URL? Play, was war das? Play.wa, play.wa.fit.de. So ist es. WA steht für Work Adventure wahrscheinlich, ne? Richtig. Genau. Spiele. Gut. Work Adventure. Ja. Es gibt auch, wenn man es gar nicht mehr hat, auf fit.de gehen und auf Entdecken. Da gibt es ein Menü und dann geht man auf Entdecken und dann gibt es dann den Punkt Fitiverse. Da gibt es noch eine kleine Erklärung vorher, weil ich will die Menschen nicht sofort da reinschicken. Sie sollen erstmal lesen. Tut natürlich kein Schwein und wundert sich dann trotzdem. Warum will der meine Kamera haben? Warum will der mein Audio haben? Nee. Ja, lies halt, aber gut. Ja, ja. Weiß ja, wie das mit dem Lesen ist, ne? RTF. M, ne? Read the fucking manual. Genau. Fast alle Bug Reports, die ich bekommen habe, ließen sich dadurch vermeiden, dass die Leute gelesen hätten, was ihnen vorgeschrieben, also was die Whiteboards, die da rumstehen, ihnen erzählen, aber sie tun es nicht. Und dabei schreibe ich als allererstes hin, pass mal auf, wenn du hier noch nie gewesen bist, nimm dir die Minute und lese das. Nee, tun sie nicht. Ah, wer will das schon? Dann steht das auch noch auf Englisch da drauf. Meine Güte. Und so klein. Ah ja, gut. Ja, bis jetzt habe ich es also größer auf Englisch gehalten. Ja, aber was? Klein? Für meine Ohren sind die Buchstaben klein. Meine Ohren ist. Ich kann die gar nicht hören. Das ist doch nicht. Das ist schon. Aber das, ich habe ja auch den kleinen Bildschirm. Von daher. So. Am großen Bildschirm werden die Buchstaben dann wahrscheinlich auch größer. Ich wollte das schon kleiner machen, aber gut, ich lasse das besser. Noch kleiner. Okay. Ist gut. Ja, Gott. Da steht Peter drunter. Also
Jemand hat mit Peter unterschrieben. Interessant. Echt? Ja. Wo? Oh. Das, das Whiteboard ganz links. Also ich bin in der Lobby und das Whiteboard ganz links. Ja, Peter ist der Bibliothekar. Da habe ich auch eine persönliche Geschichte tatsächlich zu, aber die ganz kurz nur. In meiner Schule gab es eine kleine Stadtteilbibliothek. Und da gab es einen Bibliothekar und der hieß Peter. Und der war großartig. Der hat einen Blick dafür gehabt, was die Kinder... Ne, der hat einen Blick für die Kinder gehabt damals. Und wie alt war ich? Irgendwo zwischen 5, wo ich eingeschult wurde, und später 16. Und der wusste, der hat ein Händchen dafür gehabt, die richtigen Bücher an die richtigen Kinder zu bringen. Der hat bis heute so einen sehr speziellen Platz in meinem Herz, in meinen Erinnerungen. Mhm. Und deshalb heißt dieser Bibliothekar Peter. Ach, wie schön. So. Das ist doch eine schöne Geschichte. Das ist toll. Herrlich. Ja, der hat mir den Herr der Ringe mitgebracht. Ja. Ah. Der kam irgendwann an und sagte, hier, das musst du lesen. Und der Christian hat es gelesen. Am Stück. Durchweg. Eine Woche habe ich gebraucht. Alter Falter. So. Ja. Hat bei mir nie gezündet. Also ich gehöre zu den Leuten, bei denen diese Geschichten irgendwie nicht auf fruchtbaren Boden fallen. Ich weiß nicht, warum. Jetzt bist du auch einfach erschienen. Aus dem Nichts. Du weißt, wie diese Schlüssellöcher funktionieren. Aha. Nee, das ist eine Tür gewesen, die Bibliothek. Und da bin ich rausgekommen. Zack. Ach, hallo, so. Martin. Ah. Ach, guck mal, ich könnte die jetzt sogar schreiben. Ach, das ist neu. Neu. Siehst neue da? Funktion. Entwickler wird von neuer Funktion überrascht. Naja, was soll ich sagen? Der Hiller. Ich sehe ihn. So. Da. Nachricht. Lokale Massage. Lokale Massage. Mhm. Sascha, sag mal was. Hallo, hört ihr mich? Der ist hoffentlich jetzt nicht im Podcast, oder? Eigentlich. Ich hab zwar ganz im Hintergrund irgendwas gehört, gut. Aber ich. Über meinen Kanal kann er eigentlich nicht hier zu hören gewesen sein, weil hier ist alles stumm geschaltet. Aber schön ist, du, Martin, hast den Sascha gehört und ich habe ihn gehört, oder? Ich habe zu der Lippenbewegung irgendeine Akustik wahrgenommen. Ich habe nichts verstanden. Also ich sehe hier gerade noch eine Möglichkeit, nämlich Live-Podcast zusammen abzusetzen. Ja, hört auf. Nee, das lassen wir über Studiolink machen. Da ist die Qualität deutlich besser. Ja, okay. Studiolink ist großartig. Dann, deshalb. Anderes Thema, kommt. Kommen wir langsam von der Gartenbank runter, genau, von dem Thema weg. Ich muss nämlich gleich Kinder ins Bett bringen. Ah, okay, ja. Dann passt das ja ganz zeitlich auch ganz gut. Genau. Ich möchte erstmal Dankeschön sagen, dass du diesen Spaß gemacht hast mit dem Gedanken, ich baue mal was vielleicht andere gebrauchen können, und ich lade dazu ein, Erfahrungen zu sammeln auf dieser Fläche, auf dieser Ebene. Viele waren ja vielleicht auf dem RC3, einige aber auch nicht, und die haben vielleicht die Gelegenheit, dann da auch nochmal so ein bisschen reinzuschnuppern. Ich habe auf deinem Blog, den du dazu, oder bei dem Blogbeitrag, da gab es unten einen Kommentar, wo jemand sagte, jetzt verstehe ich auch, warum alle so begeistert waren vom RC3. Das, wie du vorhin schon sagtest, die persönliche Erfahrung gibt dann doch nochmal einen ganz anderen Eindruck. Also, ja. Das ist ganz eine Einladung. Ganz wichtig. Hört euch diesen Podcast an, aber guckt es euch selbst an. Nichts kann das beschreiben. Das kann man in Worte nicht vernünftig fassen. Das funktioniert nicht. Das kann man nicht in Worte fassen, genau. Und so Menschen wie der Sascha, die basteln da immer noch dran rum und geben dir witzige Impulse, wie ich sie vorhin gelesen habe. Hat er zum Beispiel diesen einen Computer zum Leben erweckt mit irgendwelchem, mit Software drauf, die wiederum, also so eine Art Referenz hatte irgendwie. So ganz verstanden hatte ich das nicht, aber du schriebst dazu, wunderbar, genau für diesen Unsinn habe ich dieses ganze Projekt angefangen. Ja, genau. Also. Der Sascha hat letztendlich, ich habe da ein paar Computer untergebracht, das habt ihr vielleicht alle schon gesehen, da steht auch ein C64 und ein CPC rum, und der hat tatsächlich eine kleine Software für den CPC geschrieben, die
die FIT.de persifliert. Das heißt, du kannst also in dieser Welt stehen, stehst an dem Computer, lädst die Software und diese Software tut so, als wenn sie FIT wäre. Das ist FITception, keine Ahnung. Ja, genau, FITception. Das war das, was mir nicht einfiel, dieses Wort. Genau, FITception. Das ist so ein unsinniger, großartiger Spaß, wo ich sage, genau sowas will ich da sehen. Und natürlich ist das so weit generdet, dass es fast gar nicht nerdiger geht. Aber das bringt mir große Grinsen auf die Lippen. Das ist großartig. Super. Das ist dann sozusagen der Lohn der Arbeit. Mhm. Also, dass du das Grinsen kriegst. Das ist doch schön. Genau. Ja. Jeder also. Kann ein bisschen Lächeln gebrauchen im Moment. Eingeladen sind wir alle. Man braucht kein Ticket zu kaufen. Nein. Man kann einfach auf play.wa.fit.de draufgehen. Es ist datenschutzrechtlich wohlbedacht. Man geht ja kein großes Risiko ein und kann sich aber zur Not auch alles und alle Daten von Christian halt geben lassen. Die Koordinaten, wo man vielleicht gewesen ist, keine Ahnung, das erfasst wird, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Nee, gibt's auch nicht. Nee, habe ich alles nicht. Ja, ja. Wenn ihr irgendwas seht, wenn Menschen, die sich damit auskennen, irgendwie was sehen, was nicht passt in den Konsolen, sonst was, die Menschen wissen, was ich meine, dann sagt mir Bescheid, dann schmeiße ich das raus. Also ich glaube aber nicht, dass es da irgendwie große Probleme gibt. Es sei denn, im Zusammenhang mit Jitsi. Ne? Aber ich glaube, das ist auch safe soweit. Ja. Ja, dann bringen wir das hier zu Ende. Dankeschön fürs Bauen, Dankeschön fürs Erzählen und Darstellen. Und ja, es ist schwierig, über ein optisches Phänomen akustisch zu reden, aber ich hoffe, wir haben es einigermaßen rübergebracht und vor allen Dingen Neugier geweckt und ausprobieren. Also in dem Fall geht wirklich ausprobieren über Zuhören und können wir uns dazu einladen. Vielen Dank fürs Bauen und vielen Dank für die Einladung an uns. Thanks for having me. Ja. Nee, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich bleibe jetzt auch noch ein bisschen hier. Kann sein, dass ich jetzt so in Listen-Only gehe. Ja, also falls noch irgendwas. Du kennst ja auch die Rubrik Blütenschätze, wo wir am Ende wieder rauskommen. Also falls du irgendwas gehört hast in der letzten Zeit, wo du sagst, oh, das ist etwas, das würde ich gerne der Welt mitteilen, sei da auch passieren. Gut. Ich hätte einen, ja. Das siehst du. Bis gleich. Bis gleich. Und wir machen weiter im Querbeet. Und da lese ich ein für mich auch spannendes Thema. Es gibt ein Firmware fürs Zoom H6. Wer hat das hier reingeschrieben? Melde sich bitte. Also reingeschrieben habe ursprünglich ich das. Und ich habe das im Sendegate gefunden. Da hat es der Frank aufgeschrieben, dass es eine neue Firmware fürs Zoom H6 gibt. Und da gibt es im Changelog eigentlich nur eine einzelne Eintragung, die da lautet Improved Audio Interface Functionality by Changing Synchronous Data Transfer System to Asynchronous. Und da habe ich direkt an Sebastian gedacht, ob der da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann, was das denn eigentlich bedeutet. Oh ja, bitte. Da müsste mir jetzt sehr nerdig werden, wenn ich da sehr tief einsteige. Deswegen versuche ich es mal sehr einfach zu halten. Also man weiß ja, dass so ein Audio-Interface meistens sowas wie eine Clock hat, um diese Sample-Rate zu erstellen. Das ist also das Abtasten von dem analogen Signal in ein digitales Signal zu überführen. Dafür braucht es halt so etwas wie eine Clock, eine Zeiteinheit anhand der diese Abtastung stattfindet. Und beim Synchronmodus über USB ist diese Clock aber nicht in dem Audio-Interface, sondern der USB-Bus gibt quasi diesen Clock vor. Und der asynchrone Modus ist genau der umgekehrte Fall. Das heißt, das Audiogerät arbeitet so gesehen eigenständig mit einer eigenen Clock. Das ist zum Beispiel bei sehr professionellen Geräten auch der Fall, die zum Beispiel durch eine externe Clock, also wenn man zum Beispiel in so einem Tonstudio ist, dann gibt es da häufig den Anwendungsfall, dass viele Audiogeräte halt über so einen Master Clock gesteuert werden. Warum will man das haben? Weil ansonsten diese Signale halt minimal auseinanderlaufen können oder halt minimal gestört sind. Das führt dann zu Knacksern im schlimmsten Fall oder zu Aussetzern oder zu Verzerrungen
Und das will man natürlich vermeiden, insbesondere in so Tonstudio-Geschichten. Und deswegen gibt's da, wenn man so mehrere Audiogeräte hat, die Analog- und Digitalverarbeitung machen, solche Clock-Geschichten. Und das verändert sich ja auch. Was ein bisschen merkwürdig ist, dass es jetzt passiert, weil ich meine, das Zoom H6 ist jetzt nicht mehr so ganz frisch auf dem Markt. Ich würde auch sagen, dass diese Änderung, wenn wir mal jetzt auf die Praxis gehen, da man schon sagen sollte, never change a running system. Also wenn ihr jetzt mit dem aktuellen Treiber keinerlei Probleme habt, ist das jetzt kein Pflichtupdate, wenn die da jetzt nicht noch was anderes geändert haben. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, Lars, gab es da zu dem unter Windows einen ASIO-Treiber-Update ein passendes oder hat sich da nichts geändert, weißt du das? Ich habe das mal runtergeladen, aber nicht installiert, aber es war tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, ein Treiber enthalten in dem Archiv. Okay, also ja, dann sollte man, wenn man das Update auf die Firma macht, auf jeden Fall den Treiber mit aktualisieren. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil das wird sich auf jeden Fall ändern. Zumindest unter Windows, unter Mac und Linux dürfte das so funktionieren. Und ja, also ich kann ein bisschen schwer einschätzen. Also im Prinzip ist dieser synchrone Modus eigentlich etwas besser, aber auch nur in der Theorie, wenn es in der Praxis ordentlich umgesetzt ist. Versteht man, was ich meine? Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ja, wenn man es richtig machte, dann wäre es besser, aber die Gefahr, dass man es nicht richtig macht, ist dann doch recht groß. Also dann doch lieber never change. Ja, also wenn man keine großen Probleme hat, das ist jetzt kein Sicherheitsupdate oder irgendwas, wo man Angst haben muss. Es kann in der Praxis zu einer besseren Qualität führen, weil in der Regel hat halt so ein professionelles Audio-Interface einfach die bessere Clock, also die bessere Synchronisation, Taktgeber, der da einfach verbaut ist. Der USB-Bus oder der eigene Rechner hat da einfach nur ein sehr bescheidenes Minimal, also vom Jitter ist das einfach wesentlich schlechter für Audio. In der Theorie, wie das sich dann in der Praxis auswirkt, ist immer dann von Fall zu Fall verschieden. Also das kann man gar nicht pauschal sagen. Aber in der üblich ist eigentlich dieser asynchrone Modus für professionelles Audio tatsächlich. Also das ist auch so ein Ding, zum Beispiel Focusrite. Das Ding hat beides, das bietet beide Schnittstellen, synchron und asynchron. Da kann also der Treiber jederzeit entscheiden, was er davon nehmen will oder anspielen will. Dann gibt es eigentlich noch einen dritten Modus, das ist der adaptive Modus. Aber das führt jetzt alles einfach zu weit. Im Prinzip sind das alles so die Sachen, die im Hintergrund funktionieren. Und wenn sie funktionieren, muss man sich da jetzt auch gar nicht so viel Gedanken machen. Aber wenn man da vielleicht sowieso Probleme hat, dann schadet es natürlich nicht, auf den aktuellen Treiber zu wechseln und auch das Firmware-Update zu machen. Vielleicht ändert er das dann auch was an der Situation. Ja, ich habe jetzt, als ich das gerade gelesen habe, gedacht, oh, mache ich mein Firmware-Update. Jetzt nach deinen weisen Worten überlege ich mir das natürlich. Ich habe den ja auch hier liegen, aber ich habe damit tatsächlich keine Probleme. Und wenn es keine weitere Funktion gibt, ich glaube, von der Version 1 zur Version 2 gab es irgendwie eine charmante Funktion, ich habe vergessen, was es war, wo ich dachte, ach, das hätte ich gerne und dann habe ich das bekommen. Aber wenn jetzt quasi nur die Kommunikation mit anderen Geräten, die für mich hier in der Anwendung zurzeit jedenfalls keine Rolle spielen, dann lasse ich das auch. Die Treiber bleiben ja bei Zoom relativ lange auf der Webseite erhalten. Also das kann man ja dann vielleicht auch in einem Jahr oder so, wenn man es wirklich merkt zu brauchen, dann noch nachholen. Genau, richtig. Also ich weiß gar nicht, ich habe das jetzt nicht so häufig gemacht. Ist ein Downgrade der Firmware möglich? Ach, keine Ahnung. Ich habe immer bisher nur raufgespielt. Läuft das eigentlich über eine SD-Karte? Ich habe es schon so lange nicht mehr gemacht. Ja, ich meine wohl. Ja, ja. Ich meine, glaube ich, eine Datei ins Hauptverzeichnis. Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Würde ich auch denken. Dann könnte man wahrscheinlich auch jederzeit ein Downgrade, indem man da einfach eine ältere Firmware-Datei, wenn er das dann akzeptiert. Also insofern ist man dann ja flexibel. Also da muss dann jeder selber entscheiden. Jeder, ob einem das jetzt das wert ist, wenn da wirklich gar keine Probleme sind, würde ich da jetzt
Es kann halt nur sein, dass wenn man dann wirklich mal aus Versehen den neuen Treiber installiert, das weiß ich jetzt nicht, wie die Kompatibilität da ist, ob sie das quasi beide Firmware-Varianten da noch mit abdecken. Das könnte vielleicht ein Problem sein. Okay, also sollte da jemand ein Problem bekommen beim Treiber-Update, dann mal überlegen, ob das die Firmware nicht nachgezogen wird. Ja, okay. Ja. Das kann ich nachvollziehen, ja. Damit das alles wieder schön zusammenspielen kann. Ja. Also ich finde es ein bisschen merkwürdig, also dass das nach so vielen Jahren jetzt so eine grundlegende Umstellung stattfindet. Entweder war das schon irgendwie von Anfang an auf der Roadmap, dass man das eigentlich haben wollte, aber nie ist jemand dazu gekommen und jetzt wurde da irgendwas am Treiber noch umentwickelt. Aber vielleicht gab es irgendeinen Showstopper, den wir nicht kennen. Irgendwie so wird es wahrscheinlich gelaufen sein und ja. Oder sie haben jetzt bei irgendeinem Flaggschiff, was sie da jetzt gerade verkaufen wollen, aktuell so irgendwie quasi einen neuen Weg eingeschlagen und gesagt, ach, das lässt sich aber dann relativ einfach auch auf die alten Geräte übertragen oder so. Ich weiß gar nicht, ist das ein Kombitreiber der Asio oder ist der speziell für das H6? Wissen wir wahrscheinlich gar nicht. Was weiß ich, was ich hier vor Urzeiten mal irgendwann installiert habe, null, keine Ahnung. Es kann natürlich sein, dass dieser Treiber für mehrere Geräte geht und dass sie dann natürlich Dinge vereinfacht haben, indem sie dann auch gesagt haben, komm, wir machen jetzt hier, schmeißen mal diesen synchronen Kram mal raus. Aber das würde dann ja bestätigen, dass wahrscheinlich dieser neue Treiber dann mit der alten Firma nicht zusammenspielt, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Also das sorgt dann natürlich auch immer für Supportaufkommen und will man gar nicht haben. Ja, solche Inkompatibilitäten, wenn die nicht sein müssen, dann glaube ich auch nicht, dass sich Zoom die da einbaut. Aber so sicher kann man sich da ja heutzutage auch nicht mehr sein, ob das vielleicht durchgewogen wird. Vielleicht brauchen die ein bisschen Kontakt. Die Entwickler brauchen mal ein bisschen Zuwendung. Ja, das sind ja meistens getrennte Abteilungen. Da weiß man ja auch nie, wie gut die Kommunikation dazwischen ist. Und denen ist das dann vielleicht im Zweifel auch egal, was da an Support kommt. Ja. Wenn man da jetzt ganz fiese Sachen unterstellen will. Aber nein, ich denke mal, die werden da schon ein Auge drauf haben. Deswegen, also da muss ich jetzt auch passen. Ich habe es mir jetzt nicht weiter angeschaut, dass wie kompatibel das alles zueinander ist. Aber wie gesagt, ich würde jetzt erstmal da entspannt sein. Klar, wenn jetzt natürlich wieder ein Firmware-Update kommt, wo was Spannenderes drin ist, dann wird das natürlich mitgezogen. Das sollte man dann natürlich im Hinterkopf haben, dass man da vielleicht dann auch den ASIO-Treiber aktualisieren muss. Unter den anderen Systemen läuft es ja meistens ohne zusätzlichen Treiber und da ist es eigentlich im Prinzip egal, weil das ist nicht ungewöhnlich, dass ein USB-Audio-Gerät sowohl synchron oder asynchron läuft. Das können eigentlich die Standardsysteme unter Linux und macOS. Und Windows kann es ja eigentlich auch, nur der ASIO-Treiber ist halt spannend, wenn man wirklich niedrige Latenzen oder halt wirklich mehr Spursachen haben möchte, dann ist der unter Windows meistens erforderlich. Ja. Ja, schön. Immer schon auch wirklich interessant, wie du schon gesagt hast, dass sie für das alte Ross H6 dann noch so neues Zeug irgendwie auf den Markt tun. Das ist schon erstaunlich, aber eigentlich auch schön. Also dass das nicht so abgeschrieben ist irgendwie so. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja selten. Also ich meine, dass man da so eine lange, ich meine, das Gerät ist jetzt wie lange auf dem Markt? Gut, es wird auch noch aktiv verkauft, ne? Also insofern ist es natürlich auch noch. Spricht ja eigentlich auch für das Gerät, obwohl die so viele Nachfolger oder nicht Nachfolgemodelle, aber doch die Entwicklung bei Zoom geht ja ständig weiter. Da fällt ja irgendwie jedes Vierteljahr zumindest irgendein neuer Rekorder aus der Entwicklung. Und trotzdem ist das H6 noch nach wie vor das funktioniert halt immer noch. Ja, also bei mir funktioniert es auch. Ich habe mittlerweile nur einen Streifen im Display. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Naja. Okay. Display-Macke. Naja, passiert. Ja. Aber der Funktion tut es. Wenn es auch keine Spider-App drauf ist, geht es vielleicht noch. Ja, super. Dankeschön fürs Finden, Lars. Und Dankeschön fürs Erklären, Sebastian. Gerne. Super. Gut, dann gucken wir mal, was es an Terminen in der nächsten Zeit gibt. Wir kommen nämlich zum Glückkalender.
Ach, ich bin dran, ne? Ich hab gestartet. Ja, normalerweise. Ja, normalerweise laber ich dich noch ein bisschen zu, richtig. Und was ist los im Podcastland? Die aktuellen Termine hat für uns der Lars. Bühne frei. Ja, genau. Da liegen tatsächlich ein paar Dinge an. Fangen wir mal an. Am 18. März, da gibt's das Berlin Podcasting Meetup. Das findet remote statt bei Google Hangouts und los geht's da um 18.30 Uhr. Dann gibt's ein Funheim im März, nämlich am 20. März. Das wird ein virtueller Funheim-Quizabend. Los geht's gemütlich um 18 Uhr auf dem Teamspeak-Server der PodWG. Ab 20 Uhr gibt's dann eine Quizshow per Big Blue Button. Wer am Quiz teilnehmen möchte, der sollte sich bitte eben anmelden. Und wer nicht mitquizzen will, kann natürlich auch einfach so ohne Anmeldung dabei sein. Weitere Infos und die E-Mail-Adresse zur Anmeldung gibt's auf der Webseite unter funheim.unterhaltungszimmer.de. Ja, es ist schon heute kurz angeklungen. Es gibt einen Termin für das nächste Podruhr-Treffen. Wenn alles klappt, soll das am 9. April im Unperfekthaus in Essen stattfinden. Beginn wäre dann um 19 Uhr. Ich gehe im Moment selber aber nicht davon aus, dass das wirklich stattfinden wird. Aber sofern, wenn das also endgültig ist, werde ich entweder das eine oder das andere hier bei einem der nächsten Sendegärten sicherlich mal verkünden. Am 22. April ab 19 Uhr gibt es das Podcasting Meetup Franken. Alle weiteren Infos gibt es für Mitglieder der Meetup-Gruppe Podcasting Meetup Franken. Schwer zu erraten. Am 29. April gibt es das erste Audio-Only-Barcamp. Das findet virtuell statt. Thema ist die Nutzung des Mediums Audio in Organisationen. Infos zur Veranstaltung und Tickets gibt es unter Cogneon, C-O-G-N-E-O-N. Cogneon, keine Ahnung, wie sie es gesprochen haben wollen, .de/audio-bc21. Am 8. Mai soll es den Day of the Podcast geben, dieses Mal in The Different Edition. Momentan gibt es nur die Ankündigung, zumindest habe ich selber noch nicht mehr gefunden. Weitere Infos werden hier sicher noch folgen. Und für den Mai ist auch schon das nächste Funheim geplant. Weitere Infos folgen dazu auch noch. Und ich habe gemerkt, entgegen meiner üblichen Angewohnheit habe ich gar nichts über den Terminkalender im Sendegate gesagt. Das werde ich natürlich jetzt nochmal nachholen, tue ich ja auch immer. Das Ganze stammte jetzt aus einem Termin-Wiki im Sendegate und da gibt es eben auch Links zu weiteren Infos zu den Veranstaltungen und genau Adressen und so weiter. Und weil es ein Wiki ist, ist das eben offen für weitere Einträge. Wenn also ein Termin hier mal genannt werden soll, dort am besten eintragen, dann ist es dort bekannt und taucht dann auch hier mit auf. Ganz herzlichen Dank. Eine schöne Übersicht. Ich bin immer wieder fasziniert, dass das Funheim so häufig auftaucht. Also da ist ja wirklich immer wieder was Neues los. Das ist Töfte irgendwie. Die Leute hören nicht auf zu organisieren. Sehr schön. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Setzlingen, die heute ein bisschen dünn ausfallen. Aber ich hab gerade was wiedergefunden. Das ist vielleicht ganz wichtig. Setzlinge bitte. Ich sagte, das ist wichtig, weil ich glaube, dass ich da was übersehen habe und das tut mir leid. Es geht um den Dirk Prims, den hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt, der die Zahlen so gut im Griff hat, aber der Dirk macht ja noch viel mehr. Er hat nicht nur den Unassailed-Podcast gemacht, den er jetzt inzwischen eingestellt hat, aber der immer noch zu hören ist, sondern er macht natürlich auch weitere Angebote und er hatte vor einiger Zeit schon mal einen, wie er sagte, shameless Self-Plug hereingereicht, was überhaupt nicht so shameless, was gar nicht so schamvoll sein soll, sondern er schrieb uns Setzling-Alarm. Ihr habt mitbekommen, dass ich einen neuen Podcast mache. Fotomenschen.net erzählt Geschichten von Menschen, die irgendwas mit Fotografie zu tun haben. Das Format ist ein bisschen wie anerzählt, aber mit Fokus auf Geschichte und Geschichten. Oh, ich habe kein Datum dazu. Das könnte schon etwas älter sein. Aber was nicht ganz so alt ist, ist ein weiterer Hinweis, den er eingeschickt hatte. Und den habe ich bisher einfach komplett ignoriert. Es tut mir unglaublich leid, Dirk. Pardon, pardon, pardon. Hallo ihr Lieben, schreibt er, darf ich mich frecherweise bei euch auch selbst für eure Setzlinge nominieren. Ich bereite einen neuen Podcast vor und wie ich das mache, werde ich Schritt für Schritt in einem kleinen Audiotagebuch dokumentieren. dirkprims.de/reiseradio.
Das ist dann sozusagen ein Podcast über den Podcast. Ein Backstage-Format gewissermaßen. Das klingt ja wirklich spannend. Ich muss gestehen, dass ich da noch nie reingehört habe. Ich habe auch gerade erst die Sachen wiedergefunden, weil ich an einer anderen Stelle ein bisschen rumgescrollt habe und bin dann darüber gestolpert. Ich möchte unbedingt diesen Hinweis aber geben hier. Also dirkbrems.de/reiseradio. Ein Backstage-Format. Könnte vielleicht auch für alle diejenigen interessant sein, die selber jetzt noch keinen Podcast machen, aber darüber nachdenken, sowas zu tun, kann man dem Dirk so ein bisschen über die Schulter gucken oder über die Schulter hören, wie er das vielleicht anstellt. Also das ist sicherlich aus dem Hause Prims immer eine Empfehlung wert. Damit sind wir bei den Sesslingen durch und kommen, wie wir das so gewohnt sind, auf die Zielgerade zu den Blütenschätzen. Und weil es sich gerade anbietet, nehme ich einfach einen Blütenschatz vor. Nämlich, wir haben einen Blütenschatz zugeschickt bekommen vom Dirk. Aber nicht vom Dirk Prims, sondern von dem anderen Dirk, der uns geschrieben hat: Hallo Sendegartenteam, hier ist der Dirk, der mit Dirk Prims verwechselt wurde. Nach knapp 2 Jahren dachte ich mir, ich könnte mal wieder einen Hörerblütenschatz einreichen. Heute ist es Jörns Reaktion auf Gesches Liebeserklärung, nachdem sie ihn gestört hat. Zu hören in Jörns feinem Podcast 302 von der Minute 17.05 bis 17.30. Das ist die Ausgabe 302, genau, das hatte ich gerade gesagt. Bevor wir uns das jetzt gleich anhören, ich habe den Ausschnitt rausgesucht, eine Frage, Lars, wenn in Hollywood jemand sagt, ich liebe dich, was wird dann meistens geantwortet? 2 Möglichkeiten, ich dich auch oder ich weiß. Ha, oh, die zweite Möglichkeit kommt schon sehr nah an das an, was Jörn gesagt hat. Also ich kenne eigentlich immer nur die Variante, ich dich auch, so, auch ganz oft am Telefon, diese Szenen irgendwie. Ja, in Husum, also das war jetzt, was in Hollywood gesagt wurde, in Husum klingt das dann anders. Person 1 sagt, ich liebe dich, und Person 2 sagt, hat das jemand vorliegen? Kann das vorlesen? Sebastian? Moment, völlig zu Recht, ich bin super. Das als Replik auf eine Liebeserklärung, so hat der Jörn geantwortet, und wie das klang, das hören wir uns jetzt an. Und irgendjemand sagte dann auch so, du musst mir irgendwann mal beibringen, so strukturiert zu sein. Wahrscheinlich ja, kann man das als... Hallo, mein Schatz. Hallo. Na? Bist du schon fertig? Fast. Ups. Ja. Soll ich draußen warten? Hm? Okay. Schneide das nicht raus. Ich denk nicht dran. Lieb dich. Völlig zu Recht, ich bin super. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das ist die Wirkung von Gesche. Sie kommt rein und also Jörn weiß dann nicht mehr, was er sagen will. Aber das ist ein Blütenschatz vom Hörer Dirk, der nicht der Dirk Prims ist und der sich vor einem Jahr das letzte Mal gemeldet oder vor 2 Jahren das letzte Mal gemeldet hat. Herzlichen Dank für diesen schönen Blütenschatz. Ich hatte großen Spaß beim Raussuchen. Ich habe schon beim Hören gelacht damals, aber jetzt nochmal darauf gestoßen zu werden, das war schön. Vielen, vielen Dank dafür. Ich mag mich irren, aber ich meine, dass es diesen Dialog tatsächlich auch schon mal früher gab, irgendwo bei Gesche und Jörn. Ich meine, dass etwas sehr Ähnliches tatsächlich auch schon mal war. Ach, ist das ein Running Gag womöglich? Das weiß ich nicht genau, aber ich hatte auf jeden Fall ein Wiedererkennen. Wenn ich jetzt raten soll, würde ich sagen, es war irgendwann letztes Jahr, aber ich weiß es nicht genau. Ja, auch zuzutrauen ist ihm das ja, dass er so markante Sprüche hat, die dann immer wieder kommen, das passt schon. Ne? So wie sagte das Mädchen zum Matrosen oder andersrum, sagte der Matrose zum Mädchen, ihr wisst. Es gibt beide Varianten. Alle, die ihn kennen. Es gibt beide Varianten, je nachdem, worum es gerade nötig ist. Okay. Sagt das Mädchen zum Matrosen. Das ist auch doch Matrose zum Matrosen. Also ja, genau. Ja, ja auch. Was ist denn hier? Okay, also dumme Sprüche haben wir genug. Sind wir nicht drum verlegen. Sehr schön, sehr schön.
Ja, wo du gerade dran warst, Lars, du hast auch einen Blütenschatz mitgebracht. Lass doch mal hören. Ja, den haben wir eigentlich schon vorweggenommen, ganz am Anfang der heutigen Episode. Nämlich mein Blütenschatz ist die Landung des Rovers Perseverance auf dem Mars im Rahmen der Mars 2020 Mission der NASA. Dort zu landen ist schwierig und es ist ein ziemlich großer Klopper, den sie dort landen. Und was diese Dinge angeht, leben wir gerade in ziemlich spannenden und aufregenden Zeiten und ich habe an dem Abend sehr mitgefiebert und habe auch eben optisch inkorrekt mitverfolgt. Die NASA-Sondersendung der Kollegen vom Methodisch Inkorrekt. Und das fand ich auch eine sehr gelungene Übertragung, einen gelungenen Livestream, den sie da geboten haben. Und beides zusammen ist also, man kann jetzt sagen, zusammen ein Blütenschatz oder es sind zwei Blütenschätze. Auf jeden Fall hängen sie zusammen thematisch. Ja, sag mal, war das denn jetzt irgendwie so ein ganz... Haben die da irgendeine besondere Konstellation ausgenutzt, dass der Rover da innerhalb von 8 Monaten, nee, noch weniger, ne? Ja, diese Konstellation taucht 7,5. Das taucht ja immer wieder auf, dass du, du startest eben so, dass du kannst es nach Zeit optimieren. Mhm. Und ja, dann haut das eben hin. Du kannst ja so starten, dass die Strecke maximiert wird. Du kannst die Zeit minimieren, die Strecke minimieren. Und das taucht, ich glaube, so etwa alle 2 Jahre. Wenn ich das jetzt richtig habe, kommt das wieder. Als zum Beispiel die ESA ihre Rover-Mission ExoMars verschoben hat, wurde es eben auch um 2 Jahre verschoben, um dann eben auch wieder in die nächste günstige Konstellation hineinzukommen. Ja. Ich habe im Kopf, dass so ein Weg zum Mars immer 18 Monate dauern würde. Und da habe ich gedacht, ja gut, hin und zurück vielleicht 18 Monate, dann ist aber 9 Monate eine Strecke. Und jetzt aber bist du mit 7,5 Monaten schon da. Da war ich jetzt ganz verwirrt. Also das hängt wirklich von den unterschiedlichen Konstellationen ab. Also vielleicht ja, diese 18 Monate auch mehr so ein Durchschnittswert oder so. Ja, wo die 18 Monate pauschal jetzt herkommen, weiß ich nicht. Das könnte ich mir jetzt gar nicht so. Vermutlich. Ja, manchmal denke ich mir Sachen aus. Ich habe gestern nach einem Kollegen, ich habe gesagt, du kommst doch aus der und der Stadt. Und der sagt, nö, ich komme da nicht. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass der aus dieser Stadt kommt. Nö, also genau, vielleicht habe ich mir die 18 Monate ausgedacht. Was wolltest du noch ergänzen? Entschuldigung, ich habe dich ab. Ist weg, macht aber nichts. Nein, ist alles gut. Ich habe dich tot gequatscht. Dann kann es einfach nur nicht so wichtig gewesen sein. Ist doch gut. Ja, also die Mars. Du hast jetzt Perseverance gesagt, wie ich das auch sagen würde. Aber die haben ja immer Perseverance gesagt, also dieses Wir so betont. So ganz eindeutig ist das nicht, oder? Weiß ich nicht. Man hätte doch einfacher nennen können. So wie. Also sie nennen ihn ja Percy. Lass uns das auch einfach tun. Genau, nehmen wir ihn Percy. Genau. Wie ist der Komet noch? Hui, hui. Churyumov-Gerasimenko. Ja, genau. So hätten sie ihn ja auch nennen können. So schlicht. Finde ich einfacher als Perseverance. Ja, Churyumov-Gerasimenko. Ich habe das mal geübt. Ich habe ja irgendwann mal auch irgendwas dazu erzählt. Wie war das denn? Keine Ahnung. Ich habe das lange geübt und konnte das irgendwann auch mal fehlerfrei aussprechen. Und dann habe ich dich erlebt, wie du das gemacht hast, so souverän. Und dann, naja. Ist tatsächlich ich habe mit einfacheren Worten mehr Probleme gehabt als bei diesem Kometen. Ich fand das eigentlich, vielleicht sage ich es ja auch schlicht falsch, kann ja auch sein. Egal, klingt gut. Der hieß doch irgendwie so und so 67, ne, oder? 67P. 67P, ja, das war doch noch einfacher. Das habe ich mir gemerkt. Alles klar, also die Marslandung, die man wahrscheinlich ja auf YouTube verfolgen kann und ist also optisch inkorrekt, wird nicht aufgezeichnet, ne? Da gibt es kein Archiv von. Doch, bei YouTube. Und ich weiß nicht, ob es auch bei Twitch liegt, aber ich habe dir in die Shownotes die YouTube dazu geschmissen. Alles klar. Ich dachte, jetzt YouTube von NASA oder von, da gibt es ja inzwischen auch von den Raketenstartbeobachtern gibt es ja inzwischen auch feste Gruppen, die das mehr oder weniger auf
ja so halb privat machen. Das ist ganz interessant. Die erinnert mich sehr an so hier unsere Podcast-Community teilweise, wo dann einfach so zwei, drei Leute Idealismus getrieben, dann irgendwie sich irgendwo hinsetzen und dann anfangen zu berichten, was sie da sehen. Hat mich teilweise an eure Mission nach zum zweiten Start des Alexander Gerst, wo wart ihr denn noch? In Kasachstan, genau. Erinnert, teilweise. Das war sehr witzig. Okay, der Christian hat sich gemeldet, er ist wieder da. Und du hast vorhin gesagt, du hast einen Blütenschatz mitgebracht. Dann erzähl uns doch mal, was du mitgebracht hast. Ist ein sehr, 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 sehr kleiner Blütenschatz. Ein Podcast, den ich aber trotzdem gerne höre, obwohl die Folgen nur 5 Minuten jeweils dauern. Das ist ja für mich mehr so, naja, ich will da keine Vergleiche ziehen, die wären nicht jugendfrei. Ein Podcast, der immer nur 5 Minuten dauert, ist anstrengend für mich, weil das, also 5 Minuten, naja. Aber trotzdem möchte ich den empfehlen, nämlich Tolkien, ja, in 5 Minuten. Tolkien. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem, was ich eben schon mal über Peter und mein Rollenspiel und sonst was und auch über das Fiddyverse erzählt habe. Ich brauche euch nicht erklären, wer Tolkien war, oder? J.R.R. Tolkien. Es gibt eine deutsche Tolkien-Gesellschaft. Das ist ein eingetragener Verein und ich kenne diesen Verein zugegebenermaßen nicht und weiß auch nicht, was der kann und warum der das kann. Ist mir aber auch egal, denn die machen eigentlich einen sehr schönen, sehr, sehr schön produzierten Podcast. Nämlich einmal die Woche veröffentlichen die 5 Minuten mit einer interessant aufbereiteten Information über diesen Menschen, der uns den Herr der Ringe und den kleinen Hobbit und noch vieles andere gebracht hat. Und mein Tipp an der Stelle ist, sammelt euch die Folgen für ein paar Wochen und dann hört ihr am Stück weg, dann tut das nicht so ganz weh und dann gibt es echt was Schönes. Das ist eine sehr liebevoll, sehr schön produzierte Geschichte, die, die kommt schon sehr professionell daher und das gefällt mir großartig und da ich mich in dem Bereich auch gerne bewege und da ich natürlich ein ganz großer Fan des Herr der Ringe und all des ganzen Universums bin, ich aber bis heute nicht die Gelegenheit hatte oder nicht die Zeit, nicht die Muße oder keine Idee davon hatte, mich über Tolkien selber ein bisschen anständig zu informieren, über den Fakt hinaus, dass der Linguistikprofessor in Oxford war. Das vermutlich die meisten wissen, aber dann hört es auch schon auf. Da kann man was lernen, auch wenn es immer nur 5 Minuten sind. Ihr merkt vielleicht, ich reite drauf rum, dass das immer nur 5 Minuten sind. Das ist schlimm. Ja, das ist dir wichtig, offenbar, genau. Ja, es ist schlimm. Ich hätte gerne Tolkien in 50 Minuten. liebe Tolkien-Gesellschaft, Tolkien in 50 Minuten wäre auch großartig. Aber ich verstehe, wenn man das natürlich in einem kleinen eingetragenen Verein erstmal so nicht produzieren kann. Nee, ist mein Blütenschatz. Hört das und ihr werdet schlauer werden. Wie ist die URL? Oder der URL, wie du gesagt hast, wohin? Da gibt es jetzt ein Wortspiel. Ist ja bei Podcasts völlig unüblich, Wortspiele mit Cast zu machen. Kennt ihr? Ja? Ist der Tolkcast, also T-O-L-K, wie Tolkien, die ersten 4 Buchstaben, und dann Cast, also Tolkcast. Es tut okay. Weh. Ja, gut. So, also das ist jetzt nicht originell. Den Preis des originellsten Titels willst du jetzt nicht bekommen. Ich habe auch noch im Ohr, wie jemand sich mal über alles, was mit Cast im Titel so auftaucht, lustig gemacht hat. Ich glaube, das war noch in NSFW da. Tim und Holgi hat irgendwann mal durch den Kakao gezogen. Ist fürchterlich. Irgendwann muss das aufhören. Aber es wird aufhören. Irgendwann, wenn niemand mehr weiß, was das Wort Podcast überhaupt heißt und dass es das mal gab, dann hört das auf. Wenn Spotify das alles übernommen hat, und dann gibt es Wortspiele mit Spotify. Genau, mit Y hinten. Ja, schön. Tschüss. Ja, prima. Vielen Dank für diesen schönen Blütenschatz. So, Sebastian, hast du auch irgendwas? Nee, diesmal muss ich Mut zu keinem. Ach, prima, dann muss ich nicht wieder deine Stelle einnehmen wie beim letzten Mal.
Ich habe diesmal tatsächlich was mitgebracht und zwar beim Aufschreiben fiel mir ein, eigentlich sind es fast zwei. Der eine, der ist ganz nah am Sebastian dran, der war nämlich selber zu Gast in dem Podlover-Podcast in der Ausgabe Nummer 14. Studio Link mit Sebastian Reimers hast du über eine Stunde Rede und Antwort gestanden zu Studio Link, die Entwicklung nochmal ganz kurz und dann die aktuelle Fassung beschrieben und zwar auf einem durchaus Nerd-Niveau. Also ich habe schon so gesagt, ich habe ungefähr die Hälfte verstanden und es ging schon recht tief ins Eingemachte. Hat es aber auch endlich mal Leute gegenüber, die auch verstanden haben, wovon du geredet hast und nicht immer nur voller Ehrfurcht, wie wir, einfach erstarren, sondern die auch mal tatsächlich sagen, so, ja, okay, wie hast du das gelöst, wie hast du das gemacht und wie ist denn das mit dem Stack oder mit dem Thread oder mit dem, was weiß ich. Das war ganz spannend und ich fand das total schön, dir mal so länglich zuhören zu können. Das ist echt mein Blütenschatz. Ja, es freut mich und es war auch schön, da zu sein. Also herzlichen Dank für die Einladung und das war auch eine schöne Runde, ein schöner Abend und ja, kann ich nur bestätigen, ja. Schön. Ja, und dann habe ich auf eine Empfehlung geachtet vom Lothar Buddingbauer. Der hat vorgestern, weiß ich nicht, irgendwie auf eine Episode hingewiesen von den Elementarfragen, also aus dem 4000-Hertz-Imperium, wo man ja immer mal so ein bisschen auch früher kritisch hingeguckt hat. Ne? Wir erinnern uns noch an gewisse Aussagen, die da getätigt worden sind, die da im Podcastland hier doch für einiges Rumoren gesorgt haben. Aber nichtsdestotrotz, gute Dinge darf man auch erwähnen und der Nikolaus Seemack hat mit, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich den richtigen Lauterbach erwähne, mit Karl Lauterbach ein längeres Gespräch geführt, auch über eine Stunde 15 oder so und hat Karl Lauterbach mal gefragt, wie das denn so ist, als Experte in der Pandemie gefragt zu sein und gefragt zu werden, sich selber zu motivieren, sich selber zu hinterfragen und so weiter. Und ich muss sagen, Nikolaus Seemack hat nicht verlernt, wirklich, wirklich, wirklich gutes Interview zu führen. Ich habe ihn lange nicht gehört, aber es hat mir wirklich auch sehr gut gefallen. Danke an Lothar Buddingbauer für den Tipp, der kam über Twitter. Also es waren einfach gute Fragen. Nikolaus ist sehr empathisch auf den Karl Lauterbach eingegangen und hat einfach auch zugehört, was er gesagt hat, hat ihn nicht totgeredet und ich fand insgesamt das wirklich sehr, sehr schön anzuhören. Ja, Elementar, 4000 Hertz lebt ja vom Podcasting, muss also auch Werbung machen, also in dem Ding waren glaube ich 2 oder 3 Werbeeinblendungen, aber sauber abgetrennt. Und jetzt auch nicht für irgendwie Zeugs, wo man sich wundert, wie kommt denn dieser Gurkenhobel jetzt hier zu dem Thema. Das hatte schon irgendwie alles damit zu tun und das passte eigentlich ganz gut. Also ich möchte das an dieser Stelle mal empfehlen. Also Karl Lauterbach kommt ja immer so ein bisschen ja speziell herüber, aber er hat in diesem Gespräch, hat er mich begeistert. Und das möchte ich hier dann gerne weitergeben. Das waren die Elementarfragen. Corona, Karl Lauterbach. So heißt das Ding. Unter 4000herz.de zu finden. Ich glaube, dass bei denen ist es so, dass die einige Sachen für zahlende Kundschaft früher veröffentlichen und für nicht zahlende später. Jetzt sind wir alle im Später und jetzt alle können wir es alle frei hören. Und es ist auch ein normaler RSS-Feed, also das ist alles frei empfangbar. Das finde ich auch nach wie vor sehr schön. Okay, das war mein. Haben wir alles, ne? Oder habe ich irgendwas vergessen? Nein. Und wenn? Dann denke ich immer an die Zauberer. Wie heißen denn die Zauberer? Ah, Herrgott, mein Kopf funktioniert nicht mehr. Der Datenschutz-Podcast mit den Zauberern, die zum Schluss immer sagen, haben wir was vergessen? Und dann sagt der andere, natürlich haben wir was vergessen, aber das ist ja nicht schlimm, wir haben es ja vergessen. Das finde ich so großartig, diese Formulierung. Die möchte ich gerne klauen, aber das wäre dann ein bisschen doof. Die aussätzigen Zauberer, so, genau. Die heißen die aussätzigen Zauberer. Ein Datenschutz-Podcast macht auch immer großen Spaß, die beiden zu hören. Die jedes Mal anders heißen aus Datenschutzgründen. Das ist immer sehr verwirrend, aber okay. Das sei aber nur am Rande erwähnt. Wir sind nämlich jetzt am Ende der Sendung. Es sei denn, einer von euch möchte noch etwas sagen.
Ich nicht. 3, 2, 1. Das war eure Gelegenheit. Claudia hat es leider nicht mehr geschafft, heute dazu zu stoßen. Das hat beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal hatte das ja irgendwie noch so schön funktioniert. Diesmal nicht. Naja, man kann nicht immer Glück haben. Sei es aber, ich möchte an dieser Stelle ganz herzliche Grüße an Claudia senden und hoffe, dass sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sein kann. Es gibt da so ein paar Terminprobleme in der Zukunft, die hat sie schon angedeutet, aber irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Ganz bestimmt. Gut, dabei sind gewesen der Christian, der Vater der Hörsuppe, der Vater des Füt. Hörsuppe ist nun wirklich, kriege ich nicht mehr aus meinem Kopf, aber ist ja, glaube ich, nicht mehr so ganz up to date. Vor allen Dingen hat er ein wunderbares Spielfeld für uns gebaut, die Work Adventure. Ich sag nochmal, die URL oder der URL ist play, also wie spiel.wa.füt.de. Da kann jeder einsteigen und mal gucken, sich einen Avatar, also eine Spielfigur zusammenstellen oder eine fertige anklicken, je nachdem, und dann loslegen. Es wird gefragt, ob das System Video und Audio benutzen darf, also Kamera und Mikrofon, bitte nicht erschrecken, das ist der Sinn vom Ganzen. Man kann aber auch einfach Nein sagen und dann kann man sich erstmal inkognito bewegen. Mein beliebtester Modus. Ja, das ist also die Einladung und ich danke nochmal ganz herzlich dafür, dass du das gebaut hast und uns hier heute Abend so schön erklärt hast. Dankeschön, Christian. Ah, ist wieder weg. Egal. Dann hörst du dir das später an. Und ich möchte ganz herzlich danken den beiden Mitsendegärtnern hier. Das war einmal der Lars. Dankeschön, Lars. War mir ein Vergnügen, wie immer. Prima. Ich freue mich, dass ich deinen Namen wieder wusste. Juhu! Und der Sebastian war auch dabei. Herzlichen Dank an dich. Immer wieder gerne. Super. Ja, und bedanken möchte ich mich auch für die Menschen, die hier im Chat mitgemacht haben und überhaupt die Live-Hörenden, die uns hier bei der Aufnahme begleitet haben. Es war doch ein bisschen was los. Ich habe jetzt nicht jeden Kommentar mitgenommen, der hier genannt wurde, aber das eine oder andere haben wir ja auch einstreuen können. Ganz herzlichen Dank an euch, auch an die, die jetzt direkt hier mit in das Clubhouse mit reingegangen sind und auf der Sitzgruppe 1 gleich mitgehört haben. Ich sehe, da sitzen immer noch zwei. Die halten ganz tapfer durch. Super. Dankeschön an euch. Und natürlich auch ganz herzlichen Dank an alle, die den Podcast so konsumieren, wie es ja eigentlich vorgesehen ist, nämlich als zeitsouveränes Medium, als Begleitmedium irgendwo auf dem Ohr, wenn man dies oder jenes tut, beim Radfahren, Rasenmähen oder da gab es doch mal dieses schöne Wortspiel mit den drei Sachen. Ich habe es vergessen. Das war so ein bisschen schlüpfrig. Das wäre jetzt vielleicht auch nicht das Richtige. Naja, jedenfalls vielen Dank, dass ihr uns eure Ohren leiht. Und dann sagen wir einfach mal Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen und kommt gut in die Nacht. Tschüss. Tschüss.